Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Und auch heute wieder mit Kali und Max. Hallo, hallo, willkommen hallo. Zur Ausgabe Nummer 175 und damit auch dem Finale für 2020. Groß feiern ist ja dieses Jahr nicht erlaubt. Man kann das Beste auf zu Hause draus machen, ne? Genau. Und das Beste hast du heute dabei? Ja, ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber auf jeden Fall ein Film, auf den ich extrem lange schon neugierig bin. Und wir hatten das, glaube ich, vor einigen Monaten sogar schon gepostet, dass wir uns die DVD gekauft haben. Ne? Also die Blu-ray für uns. Ja, die Blu-ray halt. Und ob wir das gepostet haben, weiß ich auch schon nicht mehr, aber doch, ist möglich. Doch, das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ihr habt es bestimmt schon am Titel gesehen. Heute geht es um Comrades, Almost a Love Story. Ein Film aus Hongkong aus dem Jahre 1996. Ihr seid bestimmt überrascht, dass Kali mir das Asiatisches mitgebracht habt und hat keiner gerechnet, wa? Naja, wer unsere letzte Folge gehört hat bis zum Schluss, der weiß ja, dass du sagtest, dass wir den Film dieses Mal gucken werden. Ja, aber ich bin ja auch so, aber ich bin ja immer ein Mensch, der immer kurzzeitig umschwenkt. Deswegen ist es wahrscheinlich eine große Überraschung, dass wir ihn heute wirklich besprechen. Ist also impulsiv. Extrem. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch irgendwas nachzutragen haben, so aus der letzten Folge oder was so seitdem passiert ist. Ich habe mir tatsächlich diesmal keine großartigen Notizen gemacht. Bei dem Film bin ich auch relativ unbelastet. Ich habe, glaube ich, die ersten paar Minuten mal gesehen, als ich nämlich die Blu-ray gecheckt habe und in die UFDB eingetragen habe. ich habe schon wieder vergessen, ob das eine Hongkong, eine taiwanesische Ausgabe Hongkong. Ist. Das, ne? Nee, ich meine, die Blu-ray selbst ist offiziell. Hongkong. Okay. Ja, aber sonst habe ich damit eigentlich keine großen Berührungspunkte, habe damit aber immerhin so eine kleine Erwartungshaltung, soll ich die schon sagen oder willst du erst noch was sagen? Oder? Ja, bitte, Feuer frei. Also es scheint ja eine Liebesgeschichte zu sein, deutet sich auch im Titel an. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also es scheint zu sein, zwei Leute, die nach Hongkong kommen, also nicht ursprünglich aus Hongkong sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber weiter weiß ich auch nicht. Bum-bum. Mal schauen, was sich da so entwickelt. Mhm. Der scheint ja durchaus in gewissen Kreisen sehr hoch gelobt zu sein. Ist er? Naja, guck mal, hier bei der My-Drama-List hat er 7,9. Ich glaube, wenn ich das jetzt bei Letterboxd richtig gerade gesehen hatte, war es 4,1 von 5. Also wenn ja, das 168 Bewertungen, das ist jetzt nicht irgendwie das repräsentativ. Das steht auf einem anderen Blatt. Das interessiert ja nicht. Naja, der Punkt an der Sache ist, also ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie bin ich damals auf diesen Film eigentlich gekommen? Und ich weiß es nicht mehr, aber ich gehe davon ganz stark aus, dass es meine Historienerkundung war, wo ich halt versucht habe, diese ganzen historischen Filme allgemein zu finden über verschiedene Kriege, verschiedene Zeitepochen aus verschiedenen asiatischen Ländern. Und da bin ich über Comrades gestoßen, weil die Bewertungen auch recht gut waren, was bei Dramalist komischerweise bei älteren Filmen eine Rarität ist. Dachte ich so, das ist halt auch ein Kriegsfilm, denn es hat sich also doch eher so als Charakterstudie, glaube ich, rausgestellt. Also ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, deswegen erwarte ich eine gewisse Art Charakterstudie. Vielleicht, wenn er da mit Comrades ist, dann muss es ja irgendwelche Kriegsverbindungen geben, dass sie vielleicht mal im Krieg gedient haben und das verarbeiten müssen oder irgendwie. Okay. Und eine ruhig erzählte Liebesgeschichte vielleicht im Stile von Before Sunrise. Ich hoffe aber nicht, dass sie den ganzen Weg so gehen. Denn wir müssen dazu sagen, also ich habe ja diese Before-Reihe nicht gesehen, Sunrise, Sunset, Nibbledom, mit Julie Delpy, glaube ich, und Ethan Hawke. Und Kali hat einen gesehen oder alle ich drei? Ich habe beide gesehen. Nee, ich habe alle drei. Es sind drei. Drei, oder? Nee, ich glaube, ich hab nur Before und Sunrise. After. Ich glaube, hier sind alle Before, oder? Before Sunrise, Before Midnight, Before Sunset. In der umgekehrten Reihenfolge. Ich glaube, ich habe nur zwei gesehen. Nein, auf jeden Fall bist du nicht so der größte Fan dieser Filme. Überhaupt nicht. So, um das mal kurz noch in eine Perspektive zu rücken, weswegen du hoffst, dass dieser Film anders ist. Aber wenn du jetzt mit Comrades das so sagst, stimmt, ja, ne, Comrades könnte auch so in die Richtung gehen. Ich habe es so als Kameraden oder Bekanntschaft so gedeutet, deute ich es so vom Titel her, also erwarte gar nichts kriegerisch also oder militärischen Hintergrund, dass das irgendwie eine Rolle spielen könnte. Aber ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall meine Hoffnung, als ich ihn gekauft habe, sagen wir es so. ob ich die jetzt erfüllt wird, ist eine andere Sache, aber ich glaube, das war in der Phase, wo ich halt diese ganzen, ich glaube, da hatte ich irgendwie die ganzen japanischen und koreanischen Zweiter Weltkrieg, Koreakrieg, Japan-Russland-Krieg und solche Sachen habe ich alle in Filmen so weggeguckt gehabt und in diesem Zusammenhang, als ich dann so nach diesen ganzen historischen Aufarbeitungen gesucht habe, da bin ich auf jeden Fall auf Comrades gestoßen. Ob das jetzt nur ein Zufall ist oder ob das in diese Reihe reinkommt, das finden wir jetzt raus. Das müssen wir ermitteln.
Ja, ich habe nur ganz kurz geguckt, das Hauptdarstellerpärchen heißt, ich glaube, Leon Lung? Leon und okay, also der hatte bei Letterboxd definitiv einen anderen Namen. Also hier steht bei My Drama List Lei Leon. Ja, wir können ja mal gucken, wer richtig heißt. Also da stand, glaube ich, Leon Lung oder so. Also ein richtiger Name ist Li Ming. Naja, vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Also das ist, glaube ich, die männliche Hauptrolle, ne? Genau, und ursprünglich ein Sänger tatsächlich, und die weibliche auch ein Kantopop-Sänger. Okay. Kennst du ihn sonst irgendwie? Nee, aber ich bin auch bei Hongkong-Kino nicht so drin, weil Hongkong hat einen ganz anderen Stil. Oh doch, warte mal, ich glaube, auf jeden Fall kenne ich ihn. Gut, dass wir drüber geredet haben. Hongkong hat ja meinen eigenen Stil und ich bin Hongkong-Produktion, da bin ich immer noch beim Warmwerden. Das ist, die holt mich noch nicht wirklich hundertprozentig ab. Aber ich sehe gerade, weil er jetzt, was hier gerade oben steht, hier ist ja bei Evernight eine der Hauptrollen gespielt hat. Und Evernight ist die chinesische Serie mit den 110 Episoden oder so, die ich im April oder so geguckt hatte. Was war irgendwie ist mein Rekord? Ist eine aktuelle Serie oder ist die schon älter? Naja, die erste Staffel war von 2015 und die zweite Staffel ist von 2000. Aber ist ja relativ Jahr gewesen. Aktuell. Das war die kam im Vergleich zu 96 ist ja relativ aktuell. Ja, genau, also der ist die männliche Hauptrolle. Ich hatte bei Letterboxd nur so kurz überflogen die angegebenen Filme, hatte glaube ich keinen einzigen davon offiziell gelockt. Und das andere ist Maggie Cheung oder Cheung. Maggie Cheung, ja. Und die kenne ich oder habe Filme mit ihr gesehen, unter anderem Police Story, Police Story 2. Und noch einen, den habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Und vor allem scheint die auch in den 2000 oder Anfang der 2000er mit dem Wong Kar-wai Filme gemacht zu haben. Und ich glaube, es war 2046 und In the Mood for Love sogar tatsächlich. Genau, 2000. Ach genau, Hero habe ich mit ihr noch gesehen. Ja, Hero haben wir beide zusammen gesehen. Da siehst du, da haben wir sie auch nochmal. Hero ist, glaube ich, der erste, aus meiner Erinnerung, ist es der allererste asiatische Film, den ich in meinem Leben nicht gesehen habe, den ich richtig toll fand. Mhm. Also ich meine, gut, das ist auch alle Jahre her, ne? Irgendwann 2002 kam der raus. Ich habe den im Kino damals gesehen, als er rauskam. Ich nicht. Ich war da 14. Und das Farbenspiel war unglaublich toll. Ja. Können immer noch schwärmen. Wir haben auf Deutsch geguckt gehabt, deswegen, ne? Deswegen sie, ne? Ja, weil wir mussten uns bei Amazon den holen, deswegen haben wir auf Deutsch geguckt, sonst würden wir doch nie auf Deutsch gucken. Deswegen bin ich ja kein Freund von Amazon. Also, naja. Aber nichtsdestotrotz haben wir Max nicht nochmal gesehen, zusammen, jetzt auch dieses Jahr. Ich habe ihn überhaupt erst mal gesehen. Weil ich so von dem geschwärmt hatte. Und naja, war mir auch bekannt, aber nicht gesehen. Ja, nee, genau, jetzt haben wir sozusagen schon die Darsteller abgeglast, machen wir manchmal anders. Ja, vielleicht Darsteller abgeglast, naja. Schon noch mehr Leute mit als die beiden. Aber die sind halt das Hauptpärchen und das reicht ja eigentlich. Es gibt schon der eine Engländer hier, Christopher Doyle. Der ist wahrscheinlich bei der My Drama List nicht so viele Einträge. Nee, also aber, gar nicht. Ein britischer Schauspieler, glaube ich. Ja, das ist eigentlich mal so ein Glückstreffer, wenn der so ein, ich sag jetzt mal, außerhalb von dem Stil, der dann angegebener Schauspieler mit dabei ist. Aber der hat auch bei Hero mitgespielt. So, wie wir es vorhin gesprochen haben. Ja. Ich habe eigentlich gar nicht groß weiter irgendwie was zu sagen. Ich habe mich jetzt eigentlich meine Erwartungshaltung tatsächlich geäußert. Ich habe eigentlich nur, dass es so eine Art Liebesgeschichte, ein Film ist mit einer Liebesgeschichte. Ne? Mehr habe ich eigentlich ja, gar nicht. Ja, also die Vermarktung, also wenn nämlich, also jetzt wo ich jetzt die DVD schon hatte, die ja auch sehr schmusig aussieht und dann halt nochmal das Titelbild hier sehe, das sieht schon nach... Schreiben Sie diese Blu-ray. Schmusig. Naja, aber das sieht schon nach Liebesgeschichte aus. Aber ich glaube, das hat so einen ruhig erzählten, langsamen Vibe. Würde ich jetzt schätzen. Also das war jetzt meine Erwartungshaltung. Ich habe, was ich weder positiv noch negativ empfinde, weil ich das, ich bin einfach gespannt, auf wie der Film ist, weil ich das Poster einfach unglaublich schön finde. Ich sage es einfach, wie es ist. Ich bin ein Mensch, der sehr einfach zu bedienen ist und wenn mir das Poster gefällt, dann ist immer eine große Chance, dass ich den Film auch tatsächlich gucke. Und ich finde dieses Poster einfach richtig schön, für sich der, und ich rede von der Poster-Version, falls ihr jetzt neugierig seid, was ich meine, wo sich die beiden vor einem HiFi-Geschäft, wo lauter Fernseher aufbereitet sind. Ich glaube, das Poster ist, glaube ich, auch bei Letterboxd drin. Ach, ehrlich? Also es kommt mir gerade sehr vertraut vor aus den letzten 5 Minuten, als ich drauf geschaut habe. Ich glaube, die letzten 10 Filme, die ich auf Letterboxd sozusagen gerated habe, die hatten alle mal ein anderes Poster gehabt. Ja. Weil die meistens dann ein englisches nehmen. Oder als das in einem englischsprachigen Land. Wie auch immer. Ja. Ja. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr uns noch nicht gehört habt und jetzt zum ersten Mal hört, weil ihr bisher in der Podcast-Welt auf einen Podcast zu Comrades Almost a Love Story gewartet habt. wir drücken jetzt Pause. Du, kann ja sein, dass manche Leute eben auch tatsächlich erst eben, also
so geht es mir ja meistens. Oh, jetzt schön abschweifen, Moment. Ich stoße ja in der Regel auf neue Podcasts wegen eines Films. Und wenn ich das jetzt gerade ausspreche, überlege ich, ob das überhaupt stimmt. Weil mittlerweile stoße ich, glaube ich, über entweder das Film-Podcast-Verzeichnis von Schöner Denken drauf oder halt bei Twitter schreibt irgendjemand, so, ich mache jetzt auch einen Film-Podcast. Und dann höre ich meistens mal rein. Aber genau, ich glaube, ich versuche dann irgendeinen Titel rauszusuchen, den ich schon mal geguckt habe. Und dann, naja, siehst du, kann ich gleich noch weiter abschweifen. Ich war ja neulich beim Spätfilm zu Gast. Wenn also diese Folge rauskommt, ist die Folge vom, ich glaube, 13. Dezember müsste das sein. War ich bei Daniel und habe mit ihm rumgeplänkelt und werde dann jetzt, ich glaube, dann nächstes Jahr oh Gott, was soll das denn sein? Am 3. Januar eventuell oder am 10., weiß ich gar nicht genau. Gibt es dann eine Filmbesprechung beim Spätfilm zu hören. Also am 3. Januar 2021 wird das dann gewesen sein, wenn ihr das hier später hört. Und da habe ich zu ihm gesagt, bei Podcasts ist es so, ich komme wegen der besprochenen Filme, ich bleibe wegen der Stimmen. Ja, ich bin auch ein stimmenabhängiger Mensch. Bei mir ist es ja so, ich bin ja da komplett... ich glaube, ich passe nicht so nicht in die Podcast-Szene rein. Ich höre selber nur Podcasts von Serien. Besprechung und da gibt es diesen eigentlich eine Rarität. Also ich hör meistens englischsprachige Podcasts, weil die Themen, also die mich interessieren. Also du vor allem auch, wollte ich sagen, sehr bestimmte Serien eigentlich. Ja, weil ich einen sehr speziellen zielgerichteten Geschmack habe, der im deutschen Bereich nicht groß besprochen wird. Also ich glaube, wir sind auch der einzige, also bei Serienoase sind wir der einzige deutschsprachige Podcast, in der sich aktiv mit Serien und Filmen sozusagen aus Asien und vor allen Dingen auseinandersetzt. Und also ich könnte mal ab und zu von den deutschen Podcasts natürlich, auch wenn sie mal asiatische Besprechungen haben, denn vereinzelte Filme. Aber an sich bin ich immer, dadurch, dass ich halt sehr zielgerichtet bin und es in Deutschland das einfach nicht gibt, bin ich halt sehr auf internationale Podcasts angewiesen. Ich glaube, es gibt irgendwie einen Podcast, der sich jetzt hauptsächlich mit japanischen, ich weiß nicht, ob nur Filme, aber ich glaube, mit Sicherheit auch Serien beschäftigt. Das werde ich wahrscheinlich noch raussuchen, wenn ich es nicht komplett vergesse. Denn, um jetzt nochmal den Bogen wieder zu schließen, den ich schon angefangen habe, wenn ihr uns noch nicht kennt, wir drücken jetzt gleich Pause, gucken dann den Film, drücken dann wieder Aufnahme und besprechen dann über das, was wir gesehen haben. Relativ relativ frisch eben nach dem Schauen des Films. Ja, deswegen wird jetzt gleich so ein Blub und da sind wir wieder kommen. Es sei denn, wir haben jetzt noch was, aber ich glaube nicht, oder? Dann gucken wir jetzt Comrades, Almost a Love Story. So, und schon haben wir Comrades, Almost a Love Story gesehen. Ja, schnell. Ich trage noch kurz nach. Ich hatte es hier gerade im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, von wegen es würde diesen einen Podcast geben, der sich mit Manga, Anime beschäftigt. Also zum Thema, ne, eben, ist jetzt nicht komplett Ostasien, aber eben japanisch. Und der heißt... Ja, wie spricht man den nur aus? Gossip, also GOS und Ship zusammen. Gossip, Gossip, wie auch immer. Diesen Podcast gibt es, das kurz nachgetragen. So. Ist das auch ein Deutscher? Deutschsprachig, ja. Würde ich mal reinhören, das könnte ja nach meinem Interessengebiet klingen. Ich habe ja zum Beispiel das Problem, also weil wir schon dabei sind hier bei diesem Podcast. Es ist ja im Januar bald wieder Japanuary. Ja. Der Themenmonat für Japan und ich hatte das Problem, dass ich ja dieses Jahr überhaupt gar nicht in Weihnachtsstimmung gekommen bin, wie es wahrscheinlich auch anderen Leuten so geht und ich in absoluter Japan-Filmphase war. Also ich habe sozusagen alles im Jahr zum Dezember schon einen Film weggerissen, die mich schon lange interessiert haben. Und jetzt habe ich mir gestern Abend mich nochmal hingesetzt und habe nochmal hier meine Liste ergänzt nach an der japanischen Film, dass ich ein bisschen mithalten kann im Japanuary. Ja, oder man macht dann die Sachen, die man schon gesehen hat und bringt dann dazu im Januar irgendwie Beiträge raus. Schriftlich, auditiv, wie auch immer. Ist das nicht betrügen? Also ich denke mal so, wenn man so diese Zeitung hat. Das kann überhaupt niemand entscheiden. Ja, das ist mir, also dann könnten wir gleich auf jeden Fall nochmal diesen Themenmord bewerben, wenn wir schon dabei sind, weil sich das einfach nur anbietet. Japanuary sozusagen vom 1. Genau. Januar bis 31. Japanuary findet man unter dem Hashtag bei Twitter. Ich glaube, bei Letterboxd findet man schon einige Listen dazu, jetzt auch für 2021. Ich werde nicht teilnehmen. Ja, aber weißt du irgendwie, wer das organisiert? Also ich weiß, Sultema macht ja Rinko. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke es tatsächlich kommt. Ob das von Schöner Denken stammt oder von Komm der Hagens vielleicht oder ganz woanders herkommt. Aber nee, ich weiß es nicht. Ja, war jetzt auch ein sehr spontaner Einwurf, deswegen entschuldigt unsere Unwissenheit. Ja. Vielleicht tippe ich dazu noch eine Zeile in die Notizen zu dieser Folge in den Shownotes. Ja, das ist doch mal ein Vorschlag. Genau. Ja, okay. Dann lass uns mal einsteigen.
Ja, wollen wir gleich direkt mit einer Inhaltsangabe, dann haben wir das weg, ja, starten. Seht, also ihr seht das jetzt nicht, aber Max Kohl grinst gerade ganz fies. Das liegt einfach daran. Das ist überhaupt nicht fies. Doch, du grinst extrem fies. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich hatte mich geirrt, wir hatten doch die taiwanesische Blue Egg sozusagen gekauft. Mit dem traditionellen Chinesischen auf der Rückseite und konnte ich leider nicht lesen. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal den Spaß gemacht und habe das einfach mal übersetzt. Natürlich dementsprechend klingt das auch ein bisschen hölzern, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben, weil ich dachte so, naja, wenn wir das schon haben, dann können wir das ja mal so präsentieren, wie es dann dabei steht. Max Kribbe, und findest nicht gut? Ja, weil jetzt, also nee, nicht gut, mir ist es völlig gleich, weil ich bin nur bei Instagram immer so, oh, pff. Aber du hast jetzt gesagt, du hast es übersetzt. Wie hat sich das dargestellt? Also jetzt könnte ja der ein oder andere vermuten, ah, du kannst, was ist das jetzt, Mandarin? Oder, das ist traditionell Chinesisch. Ich kann natürlich kein traditionelles Chinesisch und ich kann auch kein Kantonesisch. Ich lerne Mandarin. Das ist, verhält sich aber ein bisschen anders. Also die Schriftzeichen sind zwar gleich, aber meistens unterschiedliche Bedeutung. Ich habe es übersetzt einfach aus dem Sinne, weil ich habe ein, dadurch, dass ich ja nur auch extrem in der Asien-Szene unterwegs bin, habe ich auch eine wunderbare App. Die heißt Scan and Translate und da kann ich sozusagen alles aus Asiatische immer so einscannen und dann halt übersetzen und dementsprechend so ein bisschen noch meine Sprache anpassen, dass ich ungefähr eine Ahnung habe, worum es geht, was wirklich eine sehr coole App ist, muss ich an dieser Stelle sagen, weil ich dadurch halt, die ich halt auch sehr viel für mein Studium nutze, um aktuelle Berichterstattungen, sag ich mal, zu erkennen und das, die übersetzt eigentlich sehr akkurat, also zumindest ins Englische, beim Deutschen, das klingt ein bisschen hölzern, da muss ich nochmal ein bisschen umstellen, aber ich habe gedacht, ich nutze die jetzt das erste Mal auch mal für einen Podcast. Und das ist so cool. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, ach nee, das lese ich jetzt einfach mal vor, was auf der Rückseite unserer Blu-ray steht. Li Zhaojun aus Tianjin verabschiedete sich von seiner Freundin, kam nach Hongkong, um über das Leben zu sprechen und traf Li Sao, die in einem Fastfood-Restaurant arbeitet. Die Einsamkeit der Großstadt lässt sie von Freundschaft zu Liebe wechseln. Aber Liebe ist nur ein illusorischer Trost für Li Sao. Der reiche und mächtige Bruder der Leopardengang Pau ist ihre Unterstützung. Die Liebe zwischen Cao Jun und Li Sao bleibt über die Jahre bestehen und mit ihnen ist Theresa Tang, süßer Honig, so wie es wörtlich übersetzt heißt, unter der Regie des Hongkonger Regisseurs Peter Chan, der Schauspielerin Maggie Cheung bekannt aus Cannes und dem Berliner Filmfestspielen, dem chinesischen Filmpreisträger Leon Lei und der Hongkonger Schauspieler Eric Tsang spielen die Hauptrolle. Ich möchte an dieser Stelle einfügen, ich habe natürlich die westlichen, also die internationalen Namen jetzt eingefügt und nicht die traditionellen chinesischen behalten, damit man auch folgen kann. Der ganze Film folgte genau die Veränderung der Zeit und der Angst vor der Rückkehr von 97. Maggie Cheungs delikate und komplexe Darbietung sublimieren die emotionale Tiefe des Films und gewann nicht nur den Golden Horse Award, sondern auch den Hong Kong Film Award für den besten Film. Zudem wurde er vom Time Magazine als einer der 10 besten Filme des Jahres ausgewählt. Maggie Cheungs perfektes Zeugnis wurde beim Gewinn der Golden Horse Awards betitelt mit noch nie eine so echte und hervorragende Leistung gesehen. Und er setzte ihre bis dahin höchste Auszeichnung, der Sua Ding Award, falls ihr nicht kennt, das ist der Hongkong-amerikanische Film Award. Ja. Dieser Film hat der Sprach- und Filmindustrie zu einem neuen und unübertroffenen Leistungsmaßstab verholfen, der für Fans bis heute zu einem attraktiven Markenzeichen geworden ist. Ja. Ich fand die Übersetzung war trotzdem nicht so schlecht. Also ich glaube, der Kern ist auf jeden Fall da. Ja, nee, genau. Also für mich wäre eben dieses Jahr zwei eigentlich von Festlandchina stammende und nach Hongkong gehende Menschen suchen ihr wirtschaftliches Glück in Hongkong und kommen zusammen und auseinander und zusammen und auseinander. Und ja, das alles in der Zeit Mitte der 80er bis Mitte der 90er. Punkt. Und ich hatte noch mal so ein bisschen rausgesucht, weil du hast es jetzt hier auch schon erwähnt oder es wird in dem Klappentext erwähnt, das Thema Preise. Ich habe bei der IMDb noch mal nachgeschaut und der scheint wirklich so ordentlich abgeräumt zu haben. Also beim Asia Pacific Film Festival 1997 gab es für Maggie Cheung die beste Darstellerin, Auszeichnung als beste Darstellerin. Und auch das Drehbuch von Ivy Ho oder Ivy Ho, wie sie nun genau ausgesprochen wird, weiß ich nicht, eben fürs beste Drehbuch ausgezeichnet. Dann gab es in Hongkong, oder gibt es in Hongkong die Golden Bauhinia Award, keine Ahnung, ob man das so ausspricht oder noch anders betont. Und da gab es bester Film, beste Regie für den Peter Chan, beste Darstellerin Maggie Cheung, bester Nebendarsteller Eric Tsang, bestes Drehbuch, beste Kamera. Bei dem taiwanesischen Golden Horse Film Festival gab es bester Film und beste Hauptdarstellerin wieder Maggie Cheung.
Und bei den Hongkong Film Awards, da nehme ich mal an, dass, weil die Golden Bohemia sind, glaube ich, von den Kritikern und Hongkong Film Awards sind wahrscheinlich von der Industrie noch stärker. Bester Film, beste Regie, beste Darstellerin, bester Nebendarsteller, bestes Drehbuch, beste Kamera, beste Art Direction, bestes Kostüme und Make-up Design und Original Score. Also der war da in Hongkong ohnehin der Überflieger. Wobei ich jetzt auch nicht geguckt habe, was 1996 noch so aus Hongkong an den Start gebracht wurde, also was so die Konkurrenz war. Aber man muss ja trotzdem erstmal das alles so abräumen. Aber sag mal, kennst du die Awards alle auch? Also ich meine, Golden Horse Awards kenne ich jetzt durch Isan, weil die haben ja da auch ordentlich abgeräumt. Isan und Nina Wu. Nee, also grundsätzlich Nina Wu nicht. Auch? Hat Nina Wu besten Film gekriegt? Oder? Na, Isan war sozusagen der große Gewinner und Nina Wu war auch häufig nominiert, aber hat dann eben natürlich nicht mehr ganz so viele Kategorien gewinnen können. Also mir haben beide Filme sehr gut gefallen, nebenbei erwähnt, aber Isan war schon extrem gut. Also übertroffen. Falls ihr euch das interessiert, wir haben dazu auch einen Podcast in der Serienoase gemacht. Genau, nee, aber also jetzt groß kennen wäre von meiner Seite definitiv übertrieben. Ich musste so ein bisschen nachgucken, also gerade hier Golden Bohemia Awards, wusste ich nicht, wo die herkommen und so und habe dann nur eben kurz mit der Schnellrecherche gefunden, dass das so die, ich glaube Hongkong Press ist Film Press Association oder irgendwie so, sie ist schon wieder vergessen. Was also ich weiß, das Golden Horse Award ist auf jeden Fall ein das größte Ding in Taiwan ja, selbst. Ich musste jetzt Hua Ding Awards nachgucken, weil ich das kannte ich überhaupt nicht. Das war, ich bin ja auch nur darauf gestoßen, weil das sozusagen auf der Rückseite der Blu-ray stand. Also sonst wären wir da gar nicht rübergekommen. Ja, ne? Also Preise gekrönt. Und dementsprechend auch die Frage an dich. Würdest du ihn auch mit Preisen überhäufen? Wie fandest du denn so den Film so ganz grob? Vielleicht erstmal ein paar. Würde ich das auch mit Preisen überhaupt? Das ist ja immer schwierig, weil ich gucke ihn ja nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Ich habe ja da keinen Vergleichsmaßstab. Ich fand ihn auf jeden Fall schön, ich fand ihn sehenswert. Ich mag das ja sowieso mal sehr, sehr gerne bei Filmen, wenn die halt Geschichte reinbringen oder sozusagen Realgeschichte versuchen aufzuarbeiten, gerade in der gesellschaftlichen Situation. Das ist natürlich, dieser Film macht das auf jeden Fall. Auch wenn er nicht alles erklärt und auch teilweise Wissen voraussetzt, aber ich finde, es macht auf jeden Fall Spaß, sich ihn zu sichten. Also auch er hat, also ich hatte ja am Anfang, glaube ich, auch gesagt, was ich erwarte. Also gleich um das mal vorwegzunehmen, Comrades war wirklich als Kamerad hier von der chinesischen Volksrepublik sozusagen gedacht und nicht als militärischer Begriff in der Hinsicht. Das ist, also es hat keinen militärischen Hintergrund gehabt, wie ich es ursprünglich mal erwartet hatte. Das bezieht sich schon wirklich auf Privatpersonen oder Zivilisten besser gesagt. Ich habe diesen ruhigen Vibe erwartet und ich habe ihn auch bekommen. Also und dementsprechend, ich mag gerne Filme, die eine ruhige Erzählstruktur haben und sich Zeit nehmen, auch mit wenig Worten sozusagen die Charaktere vorzustellen und ihre Entwicklungen sozusagen zu porträtieren. Und das hat der Film mir auf jeden Fall gegeben. Dementsprechend würde ich ihm schon eine Auszeichnung geben, aber ich weiß nicht, was in den Jahren noch nominiert war. Wie gesagt, es ist ja auch mehr eigentlich so eben als Aufhänger gedacht für, wie fandest du den Film? Ich hatte ja so eine Liebesgeschichte erwartet und habe gar nicht großartig gesagt, was so ich inszenierungstechnisch oder so erwarten würde. Habe das also auf jeden Fall bekommen, eine Liebesgeschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass das so quasi zeitumspannt ist. Wie gesagt, ja fast ein Jahrzehnt, was so in mehr oder weniger großen Schritten da abgespult wird. Ich fand den ziemlich kurzweilig. Also er geht knapp 2 Stunden, der Film, und eben durchaus auch durch diese Episodenhaftigkeit, durch die Zeitsprünge, die dann vorgenommen werden. Das hat sich, also ich finde, hat sich sehr gut weggeguckt. Also ich war auch interessiert, wie geht's jetzt weiter, und ich glaube, mich hat das auch neben der Beziehung, die sozusagen im Fokus steht, hat mich eben auch das interessiert, oder was für mich interessant war, dieser Teil, was sich eben tatsächlich so gesellschaftlich da abspielt und wie so die wirtschaftliche Lage da eben auch Auswirkungen hat auf unsere Figuren. Was sich da also so alles mit abspielt, eben das, schon allein diese Grundsituation, aha, wir haben hier jemanden, der eigentlich vom Festland kommt, ich muss dann auch erstmal nachgucken, wo liegt denn eigentlich Tianjin, und das ist irgendwie, wenn ich mir jetzt nicht mehr völlig täusche, so, ich sag mal, Höhe Korea. Also nordöstliche Provinz, so Fischereiecke. Genau, aber Ostküste, ziemlich, oder verhältnismäßig weit im Norden, gerade im Vergleich zu Hongkong, und ich glaube rund 2000 Kilometer oder so ist es runter nach Guangzhou, wo sie herkommt, und Guangzhou ist quasi sozusagen im Vergleich zu Tianjin quasi ein Katzensprung nach Hongkong. Das ist da quasi alles diese große Bucht.
Ja, ich wusste, dass Guangzhou weit unten ist. Also ich weiß ja, wusste nur, dass Hongkong grenzt ja direkt an Shenzhen. Das ist ja sozusagen die Spiegelstadt. Und dann sozusagen... Das scheint ja auch so eine Metropolregion zu sein. Shenzhen ist ein riesen Wirtschaftszentrum. Mit dem Ding zu Guangzhou. Hongkong ja, also Hongkong ja auch, ne? Aber Shenzhen ist sozusagen das chinesische Wirtschaftszentrum, das ja auch ganz bewusst und mal, damals auch direkt an Hongkong sozusagen errichtet worden ist, weil für die Zeit, wenn es sozusagen wieder zusammenkommt, dass man eine große Wirtschaftsmetropole hat. Und Guangzhou ist sozusagen vielleicht 3 Millimeter auf der Karte nochmal links, rechts, oben. Also links, gerade oben. Links, rechts, oben. Naja, also naja, wie gesagt, das ist, also das ist, ne? das meine ich halt mit dieser Metropolregion, dass das da eben so quasi wahrscheinlich ineinander übergeht. Ich nehme mal an, ohne es jetzt zu wissen, dass es so ähnlich wie im Ruhrgebiet ist, wo du sagen, aus der einen Stadt raus und bist schon in dem nächsten Ort drin und alles. Also ich zum Beispiel jetzt, ich kenne ja recht viele chinesische Studenten hier auch und die kommen halt alle so aus der Richtung Tianjin, auch aus diesen, auch wirklich aus diesem, aus diesem Zirkel, jetzt nicht direkt aus Tianjin, aber so in dieser Umgebung tatsächlich. Ja. Und das ist halt alles sehr viel auf Fischerei und Agrar auch ausgelegt, obwohl es halt auch von Peking gar nicht so weit weg ist, ne? Also im Verhältnis. Ne? Also. Naja, so, also das war für mich erstmal schon so dieses, aha, okay, der ist jetzt also tausende Kilometer weg aus seiner vermeintlichen Heimat. Und wie er sich dann eben sozusagen da zurechtfindet, das ist sozusagen auch eine, was für mich nicht ganz immer hundertprozentig nachvollziehbar war, eine Sprachbarriere eben zwischen dem Mandarin vom Festland und dem Kantonesisch, was man anscheinend in Hongkong spricht. Wir haben es mit englischen Untertiteln geschaut und die haben nicht unbedingt immer hundertprozentig klar gemacht, jetzt spricht jemand eben Mandarin oder jetzt kann jemand jemanden nicht so gut verstehen, weil der eine andere... Sind das unterschiedliche Sprachen oder sind das Dialekte einer Sprache, Mandarin, Kantonesisch? Also es sind an sich es sind unterschiedliche Sprachen. Also okay. Es sind unterschiedliche, also es ist an sich, ich glaube, das ging schon unter Mao los, wurde sozusagen überlegt, dass man auch internationalen Arbeitern, die man ins Land holt, um die Wirtschaft voranzutreiben, das halt leichter macht, Chinesisch zu lernen. Und dementsprechend wurde dieses vereinfachte Chinesisch sozusagen kreiert, was wir als Mandarin kennen. Das heißt, dass die Schriftzeichen verkürzt wurden, auch die Begriffe verkürzt worden sind. Und gerade in Taiwan, Hongkong, Macau, da wurde halt das traditionelle Chinesisch beibehalten und was sich halt nicht so leicht übersetzen lässt. Also es ist halt auch die, also sie haben zwar die gleichen Zeichen, also meine chinesischen Freunde, die sind ja mit Mandarin aufgewachsen und die können aber halt die traditionellen Schriftzeichen lesen, aber wenn jemand das zu denen sagt, das verstehen sie nicht. Also so der Taiwan-Dialekt zum Beispiel, also ich meine, China ist ja allgemein ein Land mit extrem vielen Dialekten, dass die Chinesen sich untereinander teilweise gar nicht verstehen. Das hat mir bei Bis dann, mein Sohn zum Beispiel mal so, oder da ist es mir dann mal so ein bisschen bewusst geworden. Ja, wo Lin Ping dann gesagt hat, ich verstehe die auch nicht. Ja, genau. Und in Taiwan zum Beispiel, der Taiwan-Dialekt vom traditionellen Chinesisch her, das ist für Festländer noch verständlich, weil die haben so... Meine Freundin sagt immer, das hat einen niedlichen Akzent, das ist eine niedliche Aussprache. Mhm. Aber die haben zum Beispiel, was ja in Chinesisch basiert ja auf diesen 4 Tönen. Und die Töne sind halt anders da gelegt. Das heißt, das sind halt andere Wörter denn für die, vom Hören her. Und Kantonesisch ist wirklich sozusagen, hat auch deutlich mehr Laute, deutlich mehr Symbole, deutlich mehr Zeichen. Das sind, glaube ich, ich glaube, das Verhältnis war bei 30, bei denen einen sind bei den anderen 50. Also das ist deutlich mehr. Das zu lernen. Und das ist wirklich, als wenn du eine komplett neue Sprache lernst. Das verstehen sie nicht und das hören sie auch nicht. Okay. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wie ich diesen Gedanken angefangen hatte. Also genau, dass eben auch diese Sprachbarriere besteht, die für mich natürlich nicht immer hundertprozentig klar wurde. Es hat sich schon auch auf der Bildebene dann durchaus mal gezeigt, dass da jemand mit eher fragenden Blicken jemand gegenübersteht, wenn der gerade was gesagt hat. Aber dass das eben auch eine Rolle spielt. Ja, und natürlich die grundsätzliche Frage einfach, wie geht diese Geschichte aus? Das hat mich schon irgendwie interessiert. Ich hab den Film sehr genossen eigentlich, doch, ja. Also ich muss mal aus meiner Perspektive sagen, zum Beispiel jetzt die Problematik mit den Untertiteln. Also das kann ich nachvollziehen, dass man das hat. Ich persönlich hatte es nicht, weil ich finde, dass Mandarin und Kantonesisch extrem unterschiedlich klingen. Man hört das sofort raus. Also zumindest als Person, wenn man Mandarin, also wenn man eine der Sprachen lernt. Dann das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Ja, also jetzt nicht generell vielleicht, jetzt sei man, guckt mehr in diese Art von Filme, dann hat man wahrscheinlich auch dieses Sprachgefühl. Also für mich ist es nicht, mir ist es nicht schwer gefallen, weil ich das halt sehr individuell finde. Ich finde die Sprache, also die Intonation ist unterschiedlich und ich finde halt, dass Kantonesisch schon sehr asiatisch klingt. Also es hat manchmal so ein bisschen so von der Betonung, erinnert mich das so ein bisschen so an das Leiernde, so Vietnamesisch oder ähnliches, so ein bisschen. Während
Also es hat eine ganz andere Intonation für mich auch. Also ja, ich kriege das auch. Das ist schon eher unterschiedlich. Ja, also das mal so quasi als Einstieg, wie wir so den Film an sich fanden. Und jetzt können wir ein bisschen vielleicht tiefer einsteigen. Ich weiß nicht, ob du etwas hast, womit du eröffnen möchtest oder so, welches Thema dir direkt schon in den Nägeln brennt oder so, oder Aspekt. Ich würde vielleicht mal zu der Charakterisierung unserer beiden Leads kommen. Ich fand zum Beispiel jetzt, also als allererstes kriegen wir sozusagen Xiao Jun mit, der auch sozusagen ganz frisch in die Stadt kommt, also nach Hongkong kommt, und er wirkt extrem unschuldig, unbescholten, überhaupt nicht welterfahren, naiv, ja, lebensfroh, und also teilweise hat er auch so noch verspielte kindliche Züge tatsächlich gehabt, was mich überrascht hat. Er ist halt sehr vertrauensselig, also er träumt halt sozusagen den einfachen Traum, er möchte seine Freundin heiraten, er möchte sie nach Hongkong holen, er möchte sozusagen einen festen Job kriegen, das ist sozusagen, was er sozusagen für sich beschlossen hat, und es wirkt halt sehr rein und pur, finde ich. Und dann lernt er ja sozusagen Xiao Li kennen, und Xiao Li wirkt, also von der ersten Eindruck her wirkte sie halt schon deutlich realistischer, deutlich im Leben stehender, und sie weiß halt genau, was sie will. Hm. Sie möchte halt Geld bekommen, sie möchte zu Reichtum kommen, sie möchte sozusagen ihrer Familie zu Hause ein gutes Leben ermöglichen, ja, und legt ihren Fokus nicht auf Liebe, sondern auf finanzielle Ausrichtung. Und ich finde, sie wirkt deutlich, also sie macht ja auch unglaublich viele Jobs, um erstmal anzukommen, aber sie wirkt halt deutlich selbstbewusster, deutlich realistischer, deutlich, ich sag jetzt mal, aggressiver. Man hatte so das Gefühl, wenn die beiden sozusagen sich freundschaftlich zusammenfinden, dass Xiao Jun ist halt so der unschuldige kleine Junge, der geführt werden möchte, und Xiao Li ist halt sozusagen die im Leben schon Erwachsene, die genau sagt, hier, das und das musst du machen und das kannst du nicht machen. Und ich finde, das ist sozusagen diese Grundlage, und das, dieses Verhältnis, das ändert sich halt komplett über die Jahre. Das passt sich unterschiedlich an. Also ich würde das zum Beispiel zugespitzt so sagen, sie ist deutlich rationaler, sehr auf, oder sie gibt vor, sehr auf eben Materielles ausgerichtet zu sein eben, ne? Dieser Reichtum ist ihr großes Ziel, und er möchte zwar auch diesen Reichtum, ist aber eher emotional motiviert, weil er eben sagt, ich möchte natürlich für meine Frau, dass die ein gutes Leben hat oder dass wir ein schönes Leben haben, ne? Also die Liebe ist sozusagen das, was für ihn eigentlich, was er sagt, was im Fokus steht. Würdest du denn sagen, dass das bei ihr, oder andersrum, ich habe den Eindruck, bei ihr ist das durchaus auch so eine Art, nein, nicht Maske, aber vielleicht so eine Art leichter Schutzpanzer, weil sie ja eigentlich auch niemand, wie wir dann eben im Laufe der Geschichte erfahren, sie hat ja eigentlich auch niemanden da, sie kennt ja eigentlich auch nicht wirklich jemanden, und wir sehen sie macht, bei McDonald's arbeitet sie, dann ist sie gleichzeitig so ein bisschen abgekartetes Spiel, sie kümmert sich darum, dass Festlandchinesen bei dem Englischsprachkurs mitmachen, und da kriegt sie mal so einen kleinen Anteil, und dann auch so ein kleines, schönes Detail bei diesem Film, da gibt es einmal so eine kurze Großaufnahme, da sehen wir so eine Übersicht anscheinend, wie viele, dass es mehrere solcher Menschen gibt, die eben die Festlandchinesen in die Sprachkurse holen, und bei ihr sind irgendwie schon über 30 Striche, also jetzt schon 30 Leute rangeholt, bei den anderen sind immer so 5 bis 10 maximal. Also was schon, ne, dieses eine Bild drückt das alles so toll aus, ohne dass man da viel noch mehr zu erzählen müsste. Das verstehe sogar ich, ohne dass da jetzt nochmal ein Untertitel ist, was da genau auf dem Zettel steht, bei den Namen oder so. Finde ich herrlich. Wie sehen Sie dann, wie sie die Fenster putzt bei diesen Sprachkursen? Ja, sie ist eigentlich die Putzfrau da, und sie lernt dadurch halt die Sprache selber mit. Also sie nutzt das dann auch für sich selbst. So, also sie hat mindestens diese zwei Jobs. Dann plötzlich, ich weiß nicht, ob plötzlich, aber dann sehen wir sie, wie sie auch in einem Blumenladen arbeitet. Also sie scheint, das wird später auch nochmal gesagt, so dieses Schlafen, Aufstehen, Arbeiten, nach Hause kommen, Schlafen, Aufstehen. Das ist so dieses Leben, also dass sie, und auch das wird uns später nochmal visualisiert, die finanzielle Situation von ihr, aber dass sie wirklich nur für die Arbeit zu leben scheint, also nur das Geld kriegen mit nicht unbedingt gut bezahlten Jobs, aber auch mit, wie ich finde, nicht in erster Linie erniedrigenden Jobs, wie es ja nachher mal in den Bereich des Möglichen kommt, in dem Massagegeschäft da.
Ja, sie ist auf jeden Fall sehr zielgerichtet und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe zum Beispiel so, wie der Film inszeniert war und wie Hongkong auch vorgestellt worden ist, war das schon so vergleichbar mit dem amerikanischen Traum sozusagen. Man kann sich von unten nach hocharbeiten, man kann reich werden und so ist es sozusagen, wenn die für die Festlandchinesen, die halt in einer wirtschaftlichen Stagnation nach Hongkong kommen und Hongkong als Wirtschaftszentrum vermarktet wird, dass sie auch genau da, wer harte Arbeit sorgt für automatisch für Reichtum, das ist alles möglich, das ist kann man komplett für so vergleichen. Naja, ne, dieses vom Tellerwäscher zum Milliardär so ungefähr. Ja, und so wirkte das da auch. Also genau, die Analogie für amerikanische Geschichten ist dann eben so das naive, aber gutmütige Blondchen, das jetzt Middle of Nowhere, aus Kansas oder so, eben in die Großstadt kommt, das heißt New York am Osten oder eben Hollywood im Westen so. Und da dann natürlich die ganzen Abgezockten und die Leute, die sie ausnehmen und so. Und eigentlich kommt man gar nicht nach oben, sondern wird die ganze Zeit eigentlich nur ausgenutzt. Aber man träumt eben davon und an der Spitze schaffen es aber nur ganz wenige. Genau, und jetzt ärgere ich mich an der Stelle natürlich ein bisschen, dass ich mich gar nicht so konkret mit dem Zeitpunkt der chinesischen Geschichte auskenne. Also ne, wir stehen 86 eigentlich, sage ich mal, in Europa jetzt hier oder wir. Ich bin noch nicht geboren, aber es sind nicht mehr viele Jahre bis zur Auflösung der Sowjetunion, der eiserne Vorhang wird sich öffnen in wenigen Jahren. China natürlich ist zu dem Zeitpunkt ein kommunistisches Land, ne? Ja, ja. Also wüsste jetzt nicht, dass sich das mal der von groß geändert hat. Oder gibt vor, Kommunismus, ne, schreibt sich Kommunismus auf die Fahnen. Wie das dann in der Realität aussieht, mag man dann auch wieder stundenlang diskutieren können. Genau, dass die eben auch so eine Sehnsuchtsorte zu haben scheinen. Also das ist völlig logisch, dass natürlich das Gras ist immer auf der anderen Seite grüner. Aber genau, vielleicht war das auch so eine Sache, was eben, also dass er eben nach Hongkong geht, dass das eigentlich so eine universelle Geschichte ist, die das nachvollziehbar macht, auch für vielleicht Leute, die jetzt nicht eben aus China sind oder aus Hongkong. Der Mann, der eben irgendwo hingeht, um Geld zu verdienen und damit seiner Frau was eben einen Lebensstandard ermöglichen möchte oder so. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass also in China zu dem Zeitpunkt war ja sozusagen, also das war ja sozusagen nach Maos Herrschaft. Und Maos Herrschaft hat ja sozusagen das Land sozusagen in einen wirtschaftlichen Ruin getrieben. Ne? Also das war sozusagen, dass viele Leute, wir hatten sozusagen in Zeiten große Hungersnöte gehabt. Es war eigentlich so gut wie gar keine Wirtschaft mehr vorhanden. Das ganze Land war verarmt, normale Bürger sind verhungert. Und als dann Deng Xiaoping sozusagen als Folgepräsident 79 sozusagen an die Macht kam, hat er erstmal sozusagen diese wirtschaftliche Öffnung und nach dem Westen sozusagen langsam in Angriff genommen, hat dann sozusagen gesagt, er bringt diesen kapitalistischen Züge mit rein, er öffnet sich der internationalen Handelssache, er baut Wirtschaftszentren aus. Und genau in diesem Prozess, also das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ja. Ne? Und fing dann an sozusagen gleich mit dem Antritt zu seiner Präsidentschaft komplett sich zum Westen sozusagen zu öffnen, Verhandlungen zu führen. Shenzhen zum Beispiel ist eins der, und Shenzhen und Peking so zu Wirtschaftszentren auszubauen, das ist alles genau, das ist dieser Prozess dieses Ausbaus ist zu diesem Zeitpunkt komplett im Gange, hat aber natürlich noch nicht diese Vorprovinzen erreicht, ne, die halt immer noch in diesem maoischen Armut leben. Und, aber wenn du jetzt das ganz kurz mal reinschließen, von wegen komplette Öffnung, also ich sag mal, was ich jetzt so aktuell, die Lage Chinas, die sich eben aufschwingen zu einer großen oder aufgeschwungen haben zu einer großen Industrienation und ja immer stärker versuchen natürlich mit ihren Handels- und sonstigen Beziehungen Einfluss zu nehmen, auch im Ausland. Jetzt glaube ich, zum Beispiel steht da irgendwie groß im Diskurs von wegen, wie sie eben in Afrika Sachen aufbauen, eben Wirtschaftsförderung und natürlich völlig überraschend, natürlich hoffen, dass sich dadurch für sie natürlich Vorteile ergeben oder wenn hier in Deutschland diese Vergabe des 5G-Netzes, ob man Huawei ausschließen darf oder was da eben war, ne, also wie dann eben solche Punkte wie Protektionismus dann auch wieder reinkommen. Genau, und vollständige Öffnung, also unter vollständige Öffnung würde ich jetzt verstehen, dass sie auch wollen zum Beispiel, dass sich ausländische Firmen bei ihnen ansiedeln, aber das würde ich ja denken, das wird ja eher nicht so sein. Die werden schon sehr stark drauf geguckt haben, oder nehme ich jetzt an, dass eigentlich die heimische Wirtschaft angekurbelt wird, oder? Na, also ich rede da jetzt nicht von der Xi Jinping-Herrschaft, die wir jetzt haben. Ich rede da jetzt von Deng Xiaoping. Ne? Ja, es ist halt so, dass tatsächlich, also es ist ja nur so, dass wir China als kommunistisches Land kennen seit Jahrzehnten.
Aber Deng Xiaoping ist sozusagen der Wirtschaftsvater der chinesischen Nation. Der hat einfach Kontakte zum Westen auf internationaler Ebene geknüpft. Er hat halt die Wirtschaft aufgebaut und hat einfach diesen, was wir als Kapitalismus empfinden, das wird natürlich nicht als Kapitalismus in China selbst bezeichnet. Aber es ist einfach so, dass Wirtschaft, dass China eine riesen Wirtschaftsnation mittlerweile ist, die natürlich, was natürlich nicht mit dem kommunistischen Gedankengut in dem Sinne konform geht. Deswegen ist es halt immer so ein kapitalistischer Staat mit dem kommunistischen Mantel, so auch in der heutigen Zeit noch wahrgenommen. Und dieser Grundstein für diesen Reichtum, dass das Land sich überhaupt wieder aufbauen konnte aus dieser Armut, aus der, wo einfach gar, so gut wie gar keine Wirtschaft war. Das ist einfach tatsächlich Deng Xiaoping zu verdanken. Das ist einfach so. Und der hat sozusagen dafür gesorgt, dass Wirtschaftszentren entstehen, dass sich internationale Firmen in China ansiedeln, dass sozusagen auch lokale chinesische Selbstständige eine Riesenförderung erhalten, dass sozusagen eine chinesische Wirtschaft sich ausbauen konnte und dass halt auch Kontakte sozusagen auch gerade für, was weiß ich, auch mit Deutschland war zum Beispiel ein sehr starkes, so ein starker Austausch, um sozusagen halt diese Kontakte zu bringen, dass halt auch man lernen kann, dass Leute, dass nun die ersten Leute ins Ausland geschickt wurden, auch zum Studium. Ja. Was zu dem Zeitpunkt, was bis zur Mao-Zeiten erstmal zum einen gar nicht möglich war, außer jetzt vielleicht Sowjetunion-Austausch oder DDR-Austausch, was dann eher so auf Arbeit der sozusagen limitiert war, hat Deng Xiaoping auch gesagt, dass man diese, dass sozusagen die Chinesen diese Ausbildung erhalten im Ausland, damit man die ins Inland bringen kann, um das eigene Land aufzubauen, was ja heute auch noch von Xi Jinping extrem hochgehalten wird. Das ist heutzutage ja normaler Maßstab, dass Chinesen mindestens ein Jahr im Ausland studieren, um dieses Wissen aus dem Ausland nach Hause zu bringen, um sozusagen den chinesischen Staat zu pushen. Hm. Und dann, das kam auf jeden Fall zu, dann kam ja damals auch so, dass China sozusagen wieder in die Vereinten Nationen reingeht, dann Höhepoststellungen hat, dann kam ja sozusagen in den 80er Jahren sind ja dann die ersten Verhandlungen sozusagen, ich glaube 87 war das, die ersten Verhandlungen begonnen hier mit Großbritannien, dass sie sozusagen Hongkong zurückkriegen und Macau, ne, mit diesen, dass das wieder eingegliedert wird. Das ging los, dann in den, mit den, ich glaube in den Ende der 80er Jahre, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wurden denn die ersten freien demokratischen Wahlen in China eingeführt, die man natürlich, was man bis heute halten kann, wie man möchte, wie sie tatsächlich frei und demokratisch hier sind, aber sie wurden halt offiziell eingeführt, um halt sozusagen dem Westen zu zeigen, wir verwandeln uns, wir können uns in der Mitte treffen. Und das hat natürlich auch extreme Finanzierung auf internationaler Ebene in dieses Land mit reingeholt, ne? Weswegen das, was in diesem Film auch nochmal gesagt wurde, guck mal, der Film geht ja los, dass er im März 86 nach Hongkong kommt und dann haben wir sozusagen nochmal fast 10 Jahre weiter, ich weiß gar nicht, wann das war, 94, wenn sie dann sozusagen als unsere Hauptdarstellerin Shao Li als Tourismusführerin arbeitet in New York, wo sie dann auch sagt, sie plant zurückzugehen nach China, auch nicht nach Hongkong und dann halt auch die reiche Chinesin dann auch noch sagt, es ist ja auch jetzt, wollten alle weg und jetzt sind wir das reiche Land, jetzt wollen alle was vom Kuchen abhaben. Und das ist halt genau dieser Prozess, ne, das halt, weil China ist ja nun auch dafür bekannt, innerhalb von kürzester Zeit extrem viel hoch aufzubauen und extrem viel daraus zu machen. Und das ist ja bis heute der Fall, auch wenn es mal aufgrund über diese ganzen Jahrzehnte von schnellen Aufbau auch jetzt auch mal eine Stagnation einstellt, was ja natürlich ist. Man kann ja nicht sich immer nur weiterentwickeln, das ist nur normal. Hat dann sozusagen Anfang der 90er China seinen hohen Maßstab schon erreicht gehabt. Und also jetzt hast du natürlich ziemlich weit ausgeholt. Was mich nochmal interessiert, also wann ist sozusagen dieser Wechsel auf der Politik gewesen? 79 oder? Also 79 wurde, ist ja Deng Xiaoping ist der Präsident geworden, gut. Ja. Okay, Punkt. Das wollte ich noch. Ist auch unglaublich positiv dotiert bis heute. So, jetzt hast du natürlich mit dem gerade quasi den Schluss schon angerissen, genau das, wie sich das wandelt, ne? Das ist so, wir beginnen damit, dass dass anscheinend sehr viele Festlandchinesen Hongkong so als Sehnsuchtsort oder als Wohlstand versprechenden Ort haben. Was könnte noch höher sein als Hongkong, ist dann irgendwie anscheinend New York, wobei New York eigentlich gar nicht so als der oder nicht zwingend unbedingt als der wirtschaftliche Sehnsuchtsort gezeigt wird. Das ist ja eher Zufall ist übertrieben, aber die kommen ja nicht unbedingt dahin, um zu sagen, so hier mache ich jetzt nochmal richtig Kohle, sondern die kommen ja durch andere Umstände gelangen sie ja dahin, ne? Ja. Und dann eben dieses nicht ganz Schlussbild, aber dann eben auch dieses Bild, das eben konkret auch ausgesprochen wird, so die Lage hat sich jetzt, der Wind hat sich gedreht quasi, jetzt ist plötzlich China für die, ja, sind das
ich weiß nicht, ob jetzt Exil-Chinese da der richtige Begriff ist, was die beiden sind, oder eben ausgewanderte Chinesen, dass die jetzt sich vielleicht, dass das, oder nee, Quatsch, nicht, die beiden selbst nicht sich da jetzt einen materiellen Wohlstand erhoffen würden durch die Rückkehr, sondern dass die eigentlich aus persönlichen Gründen zurückkehren würden, sie zumindest. Ne? Da geht es ja jetzt auch nicht mehr darum, dass sie sagt, ich will jetzt reich werden. Ja. Da vielleicht kommen wir vielleicht später nochmal drauf, über das Ende zu sprechen, nochmal in einer Folge. Ich finde einfach, dass der Film extrem viel diese geschichtliche Note reinbringt. Also gerade so auch mit Hongkong. Ja. Hongkong ist ja sozusagen wirtschaftlich sozusagen eins der Vorhänge, die Vorhänge, Aushang mit Metropole sozusagen Asiens mit. Ja. Ist zu dem Zeitpunkt, gehört es schon zu den vier großen Tigern. Also ist ja was, wo unser Podcast vielleicht auch in wenigen Jahren schon auch wieder von der Aktualität der Ereignisse überholt sein wird. Also ich bin noch groß geworden, Hongkong, britische Kronkolonie. So. Und noch ist natürlich, also der Einfluss ist sowieso irgendwie noch da, weil sich nicht von einem Tag auf anders komplett hat, aber jetzt ganz aktuell eben in diesem Jahr durch dieses, dass China seinen Anspruch eben deutlicher betont und der ihnen ja auch rechtlich zusteht, meine ich so, dass Hongkong sozusagen eingegliedert wird, aber ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast so angerissen, eben jetzt hier mit dem, oh Gott, wie hieß das, Informationsgesetz? Nee, also eben, ne, dass die Demokratiebewegung deutlich stärker unterdrückt wird, dass eben Nachrichtenunternehmen ihre Pforten geschlossen haben oder umsiedeln oder sonst was. Ja, dass also auch jetzt Hongkong aktuell gerade wieder stark im Umbruch ist durch politische Vorgaben, politisch-rechtliche Gegebenheiten. Die natürlich, wie gesagt, in ein, zwei Jahren kann das schon deutlich an anderer Stelle sein. Dann. Ja, das auf jeden Fall. So, ja. Bei dem. Ja, der Film, ich gehe jetzt einfach mal hart an den Anfang, nimmt sich ja einen sehr stilisierten Rahmen, in dem er in Schwarz, oder möchtest du gerade noch was anderes sagen? Einen sehr stilisierten Rahmen. Es ist in schwarz-weiß. Ich meine, das ist auch ein Ticken grobkörniger, das Bild, als es dann ist, wenn es in Farbe sein wird. Und er schließt letztlich auch mit der gleichen Szene oder mit dem gleichen, zum gleichen Zeitpunkt spielen dann wieder auch in schwarz-weiß und verändert dann den Blickwinkel, die Perspektive ein wenig von dieser Szene. Rahmt das also? Hast du eine Idee oder hast du einen Gedanken dazu, warum das schwarz-weiß ist? Also mein Gedanke ist zum einen, ne, es ist nicht notwendig oder genau, es ist eigentlich so eine Zäsur, eben, ne, diese Ankunft und bis dahin war sozusagen in Anführungszeichen das Leben schwarz-weiß, war grau und jetzt kommt eben die verheißungsvolle Welt Hongkong, bunt, farbenfroh, kräftig, hier spielt sich sozusagen das Leben ab, das wäre jetzt so mein Gedanke. Es ist ja so, dass am Ende dieser Eröffnungsszene fährt unser Protagonist eben mit der Rolltreppe hoch und fährt eben quasi in einen weiß in so gleißendes Licht hinein, also quasi die verheißungsvolle Zukunft, die jetzt hier auf ihn wartet und sich dann vielleicht als nicht ganz so verheißungsvoll in bestimmten Phasen herausstellen wird. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte, finde das aber, so wie ich mir das gerade zurechtgebogen habe, durchaus behaupte ich, so kann man das sehen. Ja. Also ich würde das auch wahrgenommen als der Abschnitt des alten Lebens und der Beginn eines Neuens. Genau, ne? Also diese Zäsur, die ja stattfindet. Ich überlege ja gerade, ne? Also klar, das Ende zeigt uns das dann auch nochmal, dass das für sie anscheinend ähnlich war. Aber warum man dann eben ganz am Schluss auch nochmal dahin zurückfällt in diese Dings. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ja. Um zu sagen, es ist Schicksal. Weil das ja in dem Film auch zum Ende hin immer mehr betont wird. Ja, also ich wollte gerade noch so erwähnen, dass jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, welche zeitlichen Lage wir uns in China befinden. Und jetzt wenn wir zu Hongkong, wollte ich nochmal kurz was sagen, um diese Einordnung nochmal leichter zu machen. Hongkong ist ja sozusagen die britische Sonderverwaltungszone zu der Zeit noch. Die ersten Verhandlungen haben zum Übergabe oder Wiedereingliederung in China haben noch nicht stattgefunden. Dieses sozusagen ein China, zwei Systeme ja, ist noch nicht beschlossen zu dem Zeitpunkt. Das ist sozusagen alles noch unter britischer Hand. Das heißt, es ist halt sozusagen als Wirtschaftszentrum sehr, sehr stark.
Es ist nicht nur der Hongkonger Traum, um das mal liebevoll zu sagen, sondern es ist halt auch eine ganz andere wirtschaftliche, menschliche Grundlage. Und gerade weil zu diesem Zeitpunkt ganz viele Chinesen nach Hongkong kommen, sozusagen, um an Geld zu kommen, weil die eigene Wirtschaft in Armut liegt, wird auch in diesem Film auch sehr schön auch betont, wie viele Leute, dass viele Chinesen das sozusagen versuchen zu verheimlichen, dass sie Chinesen sind, weil sie halt als Menschen zweiter Klasse wahrgenommen werden. Wie sie zum Beispiel, also das ist ja auch dieses schöne Gespräch, wo er dann immer denkt, du bist doch Festlandchinesin, und sie so, nee, nur weil ich jetzt Mandarin sprechen kann, heißt das nicht, dass ich auch Chinesin bin. Man muss Englisch sprechen können, man muss Kantonesisch sprechen können, aber Hauptsache Englisch, und da kannst du überall arbeiten, aber nur mit Mandarin kommst du hier nicht weiter, dann bist du halt ein Fremder, du bist halt ein Ausländer. Und dann haben wir ja während des Films sehen wir ja auch immer wieder, wenn die beiden ihren Kontostand sozusagen anschauen, ist hier Shaoli hat ja durch ihre Familienverhältnisse, investiert sie ihr Geld ja auch in Aktien oder in Fonds, um sozusagen den Reichtum zu beschleunigen und ihre Arbeit sozusagen gleich zu investieren. Und dann haben wir ja diesen Fall, wo sie dann halt das erste Mal über eine größere Summe verfügt und dann halt sagt, okay, dann werde ich nostalgisch und baue dann sozusagen diesen Straßenstand an Neujahr auf, um diese von Theresa Tang diese ganzen CDs, also LPs und so zu verkaufen, weil das sozusagen in den letzten Jahren, als sie noch in Guangzhou gelebt hat, sozusagen extrem erfolgreich gelaufen ist. Es ist hochpopulär, also das erfahren wir sozusagen zum Ende des Films auch nochmal, oder da wird das in so einer Nachricht zusammenfassen, dann erzählt eben, dass also die lief eben von der letzten westlichen Stadt Chinas bis eben an die Ostküste rauf und runter und alle haben diese Frau geliebt und diese Songs gehört und ja, das, was BTS heute ist, das war eben damals in Korea. Ich weiß nicht, ob der Vergleich so passend ist, aber gut. Also eine unglaublich große Person oder ein ziemlich großer Star, der eben im ganzen Land gehört wird von allen. Genau, also es ist eine taiwanesische Sängerin sozusagen, die in Taiwan extrem, China extrem beliebt ist und sozusagen auch als Hoffnungsschimmer sozusagen gilt. Und diese Sängerin bildet halt auch den Rahmen sozusagen, also für die beiden, weil die beiden halt die Lieder zusammen hören und dann halt durch diesen Stand, wo sie zusammen versuchen, das zu verkaufen. Und das kommt halt immer wieder dieses Motiv auf und die Musik von ihr auch reinkommt. Sie singen auch, oder er stimmt dann irgendwann mal dieses eine Lied mit an. Und dann singen sie das auch gemeinsam, ne? Also das ist sozusagen so ein Motiv, für deren Beziehung halt bleibt das halt immer über ihn hängen. Und das ist ja auch, dieser Stand ist halt überhaupt nicht erfolgreich. Also genau, es ist chinesisches Neujahr, ist der Anlass, an genau, dem sie eben diese genau Dinge und aufbauen. Keiner will diese CDs haben und das ist halt ein absoluter Verlustgeschäft. Und wo sie dann halt auch traurig ist, wo man dann aber auch merkt, woran man merkt, dass sie dann diese chinesische Mentalität hat und nicht diese Hongkonger Mentalität, die sie gerne für sich beanspruchen möchte. Und wo er dann auch sagt, ja, selbst Chinesen, die das interessiert, würden es hier nicht kaufen, weil sie möchten sich nicht als Chinesen outen, weil dann weiß ja jeder, dass sie es sind. Und da siehst du halt nochmal das war irgendwie für mich der stärkste Moment dieser Zweiklassengesellschaft, auch nochmal, mal abgesehen von den Sprachbarrieren, die immer wieder thematisiert worden sind, vor allem in der ersten Hälfte des Films. Dass man nochmal sieht, wie unterschiedlich sozusagen diese Barrieren sind. Ja, ne, vor allem, dass es eben so zeigt, so dieses, man möchte dazugehören und legt sich dafür eben eine Maske zu, man verleugnet seine Herkunft. Ne, so wie sie es ihm gegenüber schon gemacht hat im McDonald's zu Beginn, wenn er sagt, oh Gott, ich verstehe kein Kantonesisch, aber du kannst Mandarin. Und sich sofort sozusagen an sie ranhängt, weil jemand, der mich versteht und sie natürlich das gar nicht möchte, weil dann eben, was sie ja dann sagt hier, wenn alle denken, ich wäre vom Festland, das ist nicht gut für mich. Und da dann eben mit diesem chinesischen Neujahr sie diesen Stand haben, also eben einfach dadurch, dass dieser Stand existiert, schon ganz klar sagen, hier kommen wir her eigentlich. Also natürlich könnte auch ein Hongkonger das verkaufen und so, aber also mindestens für uns als Zuschauer ist dann eben überdeutlich, sie kommen daher, sie gehören nicht ursprünglich zu Hongkong dazu, auch wenn sie jetzt eben ein Teil davon sind. Und was eben der Renner ist, ist Milch. Okay. Genau, aber eben genau dieser Aspekt der Selbstverleugnung, also bei ihr ist das ja vor allem. Also ich würde gerade sagen, bei ihm ist es ja relativ. Ihm ist es egal, er ist auch stolz auf seine Herkunft, er erzählt das auch gerne und
er ist halt auch naiv und unbescholten, er sich das, er selber thematisiert das gar nicht so groß. Aber für sie ist es wichtig, sie möchte nicht als Chinesin wahrgenommen werden, sie möchte als Hongkonger wahrgenommen werden. Mhm. Und das ist ja ein Riesenthema, was sich bis zum Ende durchzieht, ne, tatsächlich. Mhm. Dass das so ihr Anziel ist, weil das auch für sie, glaube ich, auch in dieses Selbstwertgefühl mit reinzählt. Das ist ja, also genau, ganz explizit auch ausgesprochen ist das ja dann in der Schmuckszene. Da ist es dann so, dass sie mittlerweile schon nicht mehr ihre ursprünglichen Jobs hat, sondern Masseuse geworden ist, weil wir schon eben nach dem großen Crash sind von 97. Kommen schon auch gleich mal drauf. Nee, nicht 97, das war 87, Black Friday. 87. Und er dann eben zu ihr sagt, hier, probier du doch mal an. Und dann, ach so, nee, Hand nicht anfassen. Ach ja, stimmt, du hast so viele Massagen gegeben und das ist ihr peinlich vor der Verkäuferin. Ja, das fand ich aber auch. Da stand er aber auch auf dem Schlauch. Also ich konnte sie komplett verstehen. Ich hätte ihn ja, auch gehauen. Ja, also er macht sich daraus eben nicht so. Für ihn ist das so, für ihn gibt es nicht diese Unterteilung, also er hat nicht dieses Klassendenken, so dieses, schaut jemand auf mich herab oder schaue ich auf zu jemandem hinauf oder herunter, sondern für ihn ist das einfach, ist alles Menschen und für ihn ist der Faktor ist bei ihm, du, ich habe das Geld, ich kaufe das jetzt, das ist mir völlig egal, was die Leute von uns halten. Also sie sagt das ja auch schon, bevor sie reingehen, sagt sie so, guck doch mal, was wir für Klamotten da haben, so können wir hier nicht reingehen. Und er so, pff, du, ich will was kaufen und wenn ich was kaufen will, wen interessiert es so ungefähr, ne? Und also ich sympathisiere da, glaube ich, mit ihm in dem Gedanken, ja, wir sind alle nur Menschen. Was interessiert mich denn, ob jemand jetzt hier 50 Millionen verdient oder 50 Euro? Babimbum, wen juckt so ungefähr? Ja, ich hab in dieser Szene tatsächlich mehr mit ihr sympathisiert, weil sie ja sozusagen aus einem sehr armen Haushalt kommt, versucht zu so, deswegen ist, gerade weil sie diese Armut selbst am eigenen Körper und einer eigenen Familie erfahren hat, ist ihr es wichtig, nicht nur also Reichtum für sich aufzubauen, sondern für ihre ganze Familie. Sie sagt ja jetzt, sie möchte mehrere Häuser für die Familie zu Hause bauen, sie möchte denen ein normales Leben ermöglichen, sie möchte selber halt auch als Hongkonger wahrgenommen werden, weil das für sie, diese Tat, diese Wahrnehmung als Hongkonger, ist einfach ein Zeichen, dass sie angekommen ist, dass sie sozusagen ihr Ziel erreicht hat, dass sie ihre ganzen Qualen und ihre ganze harte Arbeit nicht umsonst irgendwo reingesteckt hat. Mhm. Und die Tatsache, dass sie mit diesen ganzen Jobs sozusagen zu einem gewissen Reichtum, also zu einem gewissen Ersparnissen gekommen ist und das wurde halt über Nacht durch diesen Black Friday komplett weggewischt. Deswegen, das wirft sie ja nicht, sie hat ja nicht nur eine Nullbilanz, sie hat ja Schulden dadurch auch. Das heißt, sie kann nicht mehr so frei entscheiden wie vorher, dass sie sagt, ich mache diese ganzen wenig bezahlten Jobs und kriege dann den Reichtum durch dieses Vielfalt zusammen, sondern sie ist wirklich angewiesen, so recht schnell aus den Schulden zu kommen und ihr Ziel wieder ranzuknüpfen und verfällt dementsprechend auch eine leichte Depression und ist gezwungen, genau in diese Sparte der Jobs reinzugehen, die sozusagen offiziell halt auch immer für die Ausländer gedacht sind, also für die Fremden, die nicht angekommen sind. Und das sind nun mal solche Sachen wie das Rotlichtmilieu oder dann halt Masseusen, einfach Dienstleistung geben, aber die dann teilweise spontan halt, wenn sie auch entscheiden können, okay, sie rutschen jetzt in dieses Rotlichtmilieu ab, wenn sie halt mehr Trinkgeld haben wollen, was das dementsprechend von außen, von Hongkongern selbst überhaupt gar nicht geachtet wird und halt dementsprechend halt, auch wenn du gar keine sexuellen Handlungen nimmst, sondern wirklich nur Masseuse bist, von Hongkongern als Rotlichtfaktor trotzdem gewertet wird und einfach auf das man runterguckt. Und das ist ihr selber ja bewusst, weil sie ja realistisch ist und sozusagen, sie weiß ja auch, worauf sie sich eingelassen hat, als sie nach Hongkong gekommen ist. Und sie weiß, dass sie in dem Moment, wenn sie es macht, dass sie sehr unglücklich damit und sie weiß auch, dass sie Angst hat, ihr Gesicht zu verlieren. Und die Tatsache, dass er das immer so rausposaunt und dann siehst du auch sie hat die Angst, dass von ihrem Umfeld oder von Hongkongern sozusagen bewertet und negativ bewertet, also wirklich von oben herab angesehen zu werden. Und dann wird sie es auch von der Verkäuferin in diesem Moment. Und er hört einfach nicht auf. Und die Verkäuferin guckt halt auch immer arroganter und von oben herab. Und ihre Ängste, die sie die ganze Zeit in sich trägt, die vielleicht für uns irrational erschienen sind, werden in diesem Moment einfach wahr. Und er checkt das nicht. Und da konnte ich das schon verstehen. Und diese Szene war ja nicht nur es ging ja nicht nur darum, sozusagen diese eigene Identität herauszubringen, sondern dass er dann auch gleichzeitig noch diese saloppe, naja gut, jetzt habe ich eine Mistresse und sagt die Motto und eine, also auch wenn es aus einer Perspektive nicht so wirkt, aber jetzt habe ich sozusagen eine Freundin zu Hause, jetzt habe ich eine Freundin hier, dann gebe ich ihr noch das gleiche Geschenk, wir sind ja gleichwertig für mich, da gibt es keine Unterschiede. Dieses Unschuldige, Naive, dass er sozusagen, hat er ja tatsächlich behalten, obwohl er halt ja was falsch macht in dieser Hinsicht mit der Affäre und dass er ihr sozusagen, dass dieser sie dann auch zusätzlich eine reingewirkt bekommt. Also ich kann das komplett, also ich konnte ihre Haltung in diesem Moment komplett verstehen. Das war schon ein Tiefschlag in mehreren Ebenen.
Also um nochmal meine Äußerung dann ein bisschen zu erweitern, also ich sympathisiere mit ihm, ohne dass ich jetzt sagen würde, sie ist mir unsympathisch auf jeden Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass ihre Ängste mir irrational erschienen, ich konnte das schon so nachvollziehen. Ja, und natürlich ist das alles schon so eine, das ist ja auch wieder so ein Sinnbild für diese vertrackte Geschichte an sich, dass er nun zweimal das gleiche Armkettchen da kauft für die Frau, die er heiraten möchte oder wegen derer er nach Hongkong gekommen ist und quasi der Frau, die er in Hongkong gefunden hat und in die er sich verliebt hat, aber noch nicht eben da angekommen ist zu sagen, nee, ich muss mich jetzt entscheiden und entscheide mich für eine der beiden, sondern eben noch an beide gekettet ist, um das mal auf eine bildliche Ebene zu heben. Ist auch so. Also ich finde nicht so, dass ich ihn jetzt nicht mochte. Ich fand, er war eigentlich ein sehr, also er war von vorn bis ein sympathischer Charakter. Und ich fand auch sie nicht unsympathisch in der Hinsicht. Ne? Also das jetzt nicht, konnte vielleicht nicht immer ihre Entscheidung selbst immer nachvollziehen. Wenn er ja relativ offen war, warum er gewisse Sachen macht. Also das kann ich nicht sagen, dass ich da irgendein negativ empfunden habe, ne? Aber ich fand schon so in gewissen Ebenen konnte ich sie teilweise vielleicht ein bisschen besser verstehen und dann manchmal konnte ich ihn besser verstehen. Also es fand auf jeden Fall, fand ich, dass die Art, wie sie gehandelt haben im Laufe des Films auch realistisch waren. Das war jetzt nicht so eine Hollywood-Verschönerung oder ähnliches, es war schon ein realistisches Verhalten tatsächlich. Ne, manchmal braucht man halt länger, bis zum Ziel zu kommen, manchmal braucht man halt länger, auch zu erkennen, was man selber wirklich möchte. Manchmal erkennt man Sachen erst, dass man Sachen gebraucht hat, wenn sie weg sind. Also das ist einfach, das ist das Leben. Und ich finde, das hat der Film sehr schön aufgegriffen und porträtiert. Ja. Ich würde mal dazu überschwenken, wie die beiden sich näher kommen oder wie der Film das zeigt, dass die beiden sich näher kommen. Bitte. Also wir haben die erste größere Begegnung ist eben in dem McDonald's, wo sie arbeitet und er dann eben da sich quasi in Anführungszeichen an sie klammert, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber an sie richtet, weil sie ihn eben definitiv versteht und die andere ist ein bisschen schwerer. Und dann sehen sie sich halt öfter und wieder und was er eben sozusagen auch wieder aus der Heimat mitbringt, ist das Fahrradfahren. Ne? Sie sagt so, also hier in Hongkong fahren alle Auto. Fahrradfahren ist hier überhaupt nicht. Das kannst du in China machen so ungefähr. Also auch wieder so ein Zeichen für das, oder in gewisser Weise ja ein Symbol für das Nicht-Dazugehören, dieses Fahrrad. Mhm. Aber, und damit ja zeigt sie sich ja vielleicht auch wieder so in dieser Hinsicht, auch sie fährt, oder sie lässt sich eben von dem Fahrrad mitnehmen. Ne? Und etwas, was der Film immer wieder macht, ist, finde ich, auf Close-Ups zu setzen. Und dadurch quasi ja, banale Szenen oder Sachen, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Erklärungsdialog oder wir müssen jetzt die Story vorantreiben und hier aber eben interessante Bilder wählt. Also ne, man könnte dieses Fahrradfahren zeigen, er fährt und er ist jetzt so von vorne frontal zu sehen, wie er sozusagen in Richtung der Kamera fährt und die Kamera fährt aber natürlich auch so, das ist so, finde ich, ein Standardbild. Und was er hier eben macht ist, und das hat er auch vorher schon etabliert, sind Großaufnahmen von Füßen oder so von den unteren Teilen des Körpers. Also wir haben zu Beginn, um eben so das Thema, wie kriegen wir eigentlich die Zuschauer dazu, zu verstehen, wo der eigentlich steht so im Leben, ist, dass er Briefe schreibt und wir hören dann eben aus dem Off seine Stimme, wie er diese Briefe schreibt an seine Geliebte. Dadurch erfahren wir, dass er eben eine Freundin hat, die er gerne irgendwann mal heiraten möchte, die eben noch zu Hause ist. Dass sie jetzt sehr weit getrennt sind und alles und warum er das alles macht. Und dabei sehen wir dann manchmal so Szenen, wie er durch Hongkong geht und dann wird ihm auch häufig so auf die Füße geblendet. Also wir sehen gar nicht so, kennt man ja auch, also es kommt auch in diesem Film vor, dass so die Masse geht umher auf der Straße und unsere Figur ist dann so ein bisschen hervorgehoben oder ein bisschen zu erkennen eben so als einer aus dieser Masse. Und hier wird dann eben auf die Füße gehalten und so. Und wenn sie dann Fahrrad fahren, sie hinten auf dem Gepäckträger, da gibt es so einen Moment, da wird eben auf die Füße geblendet und sie bewegt so die Füße, als würde sie eben laufen. Und das, finde ich, sieht so ein bisschen aus, als würde sie gerade fliegen in diesem Moment. Also eigentlich ein sehr, sehr positiver Moment in diesem Zusammenhang. Und der ist dann auch so geschnitten. Also sie redet, wir sehen ihre Füße, dann fängt er an zu spielen, Cut, wir sehen seine Füße, wie er das Fahrrad tritt und so. Also auch da eben, ne, wo du sonst eigentlich sozusagen dieses Schuss-Gegenschuss der Gesichter hast und die Schauspieler damit eben glänzen dürfen, ist das hier eben über die Füße. Und ich finde es so, ja, es erscheint so simpel, aber dadurch, dass das eben
für mich zumindest in dem Moment völlig ungewöhnlich ist, weil ich eben dieses Schuss gegen Schuss und Person A spricht und wir sehen ihr Gesicht, Person B spricht, wir sehen ihr Gesicht, dass das sehr erfrischend wirkt auf mich. Und ja, einfach auch nochmal diese Symbolik mit dem Fahrrad auch unterstreicht. Im Gegensatz eben zu, wir würden jetzt mit dem Auto fahren oder sonst wie. Und das wird ja dann auch fortgeführt, wenn sie dann diesen Musikstand haben beim chinesischen Neujahrsfest. Wobei ich da, glaube ich, ein bisschen durcheinander komme. Wann war denn das, dass sie das zusammen essen und dann abwaschen? War das auch an dem Neujahrsabendsding? Ja, das war alles zusammen. So, und da haben wir dann beim Abwaschen, das ist so die relative Großaufnahme der Spüle. Sie wäscht ab, er trocknet ab und dann sehen wir schon diese Hände und die Hände kommen sich näher. Und ich finde einfach, durch diese Inszenierung macht das schon deutlich, ja, sie kommen sich jetzt langsam näher auf eine Art und Weise. Und das wird dann auch, ja, auch das ist eigentlich dann wieder eine Umkehrung mancher Sachen. Also ne, Liebe und Leidenschaft zeigt sich eben dadurch, dass die Menschen sich gegenseitig die Kleider vom Leib reißen oder eben öffnen die Kleidung des anderen. Und hier ist es so, sie sagt dann, ja, ich gehe jetzt los. Und er gibt ihr noch Klamotten mit und weil sie es gerade nicht hinkriegt, den Knopf macht er ihr die Knöpfe zu und stehen sie schon so ein bisschen so peinlich nah beieinander. Die körperliche Nähe ist also schon da, aber wird eigentlich genau umgekehrt, dadurch, dass sie angezogen wird ja, also dass sie Kleidung angezogen bekommt und dann kommt natürlich dieser Moment, dann hängt ihre Haarsträhne kurz in seinem Gesicht und dann, ja, dann kennt man das ja so, es wird noch ein bisschen getänzelt und dann küssen sie sich und dann reißen sie sich eben doch die Kleider vom Leib. Wie ging es dir denn so mit diesen, also gerade jetzt mit diesen Szenen, so kannst du dich da noch dran erinnern oder? Ja, ist schon nicht so lange, ehrlich, sie gesehen habe, ne? Ja, also ich habe den Film auch nicht vor langer Zeit, aber ich bin mir sicher, ein, zwei Szenen habe ich schon irgendwie so, die hat man gesehen und die sind irgendwie schon wahrscheinlich hinten runtergefallen, wenn du sie jetzt nicht nochmal explizit erwähnen würdest. Hm. Ja, fand ich schön inszeniert. Also ich fand auch gerade mit den Haaren daher streichen tatsächlich, auch mit dem Abwasch. Also es war ja irgendwie abzusehen, die Tatsache, dass die beiden zusammenfinden, einfach deswegen Mann und Frau, die einzigen Kontakte so zueinander. Gut, er hat ja noch seine Tante, die auch Mandarin sprechen kann, aber sonst hat er ja tatsächlich niemand anderen außer ihr und die beiden hängen ja von morgens bis abends eigentlich mal zusammen, unterstützen sich halt auch in ihren Jobs. Da war das nur absehbar, dass sozusagen die auch zusammenfinden werden in diesem Maße. Ich fand, wie sind sie in dem Fall, fand ich schön. Fand es auch recht unschuldig tatsächlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja dann auch wieder ein Realist und hab dann gedacht, als sie dann sozusagen aus dem Bild rausgehüpft sind und aufs Bett gefallen sind, da war die Ablende, da habe ich auch gedacht, naja, von den vorherigen Szenen, die wir gesehen haben, kommen ja dann immer diese ganzen Mädels aus, die abends sozusagen ihre Schicht auf der Straße antreten, weil er ja eigentlich in einem Bordell wohnt oder zumindest in einer WG mit lauter Sexarbeiterin. Da geht er, na, kommen jetzt alle rein und gucken zu. Also das war so mein Gedanke im ersten Moment, auch wenn das jetzt unromantisch wirkt in der Hinsicht. Und ich fand das halt viel, ich fand jetzt Tatsache, dass sie zusammengekommen sind, für mich jetzt nicht so der Fokus. Ich fand es viel interessanter, dass sie jetzt gleich als sozusagen alles, dass sie das halt wiederholen und dabei bleiben und dann halt immer mit dem sagen, ja, wir sind Freunde, also so einen Denkmantel der Freundschaft legitimieren. Was mich natürlich zu der Frage bringt, siehst du es auch so? Findest du, die belügen sich von Anfang an oder die waren wirklich der Ansicht am Anfang, es ist Freundschaft oder wie nimmst du das wahr? Also ich will nochmal ganz kurz zurück zu diesem Thema mit dem Bordell. Also es ist so, wenn er ankommt, sagt er hier, wir erfahren, er kennt eigentlich niemanden außer seine Tante Rosi, seine Tante und sie möchte, dass er sie Rosi nennt, ne? Das glaube ich. Auch da zeigt wieder so seine Unschuld, weil er dann so schreit, also für uns ist völlig klar, ja, hier ist irgendwie so der Typ, der ihm die Tür aufmacht, sagt so, wie, sie möchten ein Zimmer, warte, ich hole die Mädchen, sie möchten anscheinend mit den Mädchen irgendwas und das ist wahrscheinlich eigentlich ein Moment, den er auch nicht versteht, ne? Nee, kommt viel später auch, dass er mitkriegt, dass er in einem Bordell wohnt. Und das ist ja auch wieder das, wo ich so denke, ich habe jetzt die Untertitel gesehen, also wurde er es auch verstanden und dann so, ah nee, okay, das scheint er nicht so verstanden zu haben. Und wir stellen fest, also sie war wahrscheinlich auch sehr lange dort aktiv und ich weiß nicht, ob sie noch aktiv war. Sie scheint mit dem Chef da zusammen zu sein, ne? Oder wie hast du es verstanden, die Tante? Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich mit dem zusammen ist oder ob sie ab und zu mal so ein Techtelmechtel hat. Das ist nicht so klar. Okay, auf jeden Fall denkt sie. Ihr gehört auf jeden Fall das Haus und ich finde, er hat vielleicht sein Business da. Also er ist sozusagen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das ganze Haus gehört oder in Anführungszeichen nur ein paar Zimmer. Nee, ihr gehört das Haus. Das wurde ihr ihm ja auch gemacht.
Okay. Na gut, ist auch gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Auf jeden Fall schreibt er dann mal in dem einen Brief, ja, die Hongkonger sind alle komisch, die schlafen immer so lange, aber abends, da geht's dann immer, da sind sie, da machen sie sich hübsch und gehen raus. Wie kriegen sie eigentlich Geld, weil sie nicht arbeiten, ne? Ja, ja. Wann gehen die denn mal arbeiten? Also extrem naiv dann in der Szene, aber. Er erklärt das ja auch erst, als er nachher die Thailänderin da kennenlernt, die mal ihre Handsymbole macht, da merkt er das ja erst, da siehst du ja seine Entgeisterung tatsächlich. Irgendwann schnellt er dann, ach so, deswegen meinte ich mit der Beziehung von der Tante zu dem Chef. Ich finde das sowieso interessant, dass, weil du ja schon die Briefe angesprochen hast, dass wir ja sozusagen, wir sehen ja mal, was er in die Briefe schreibt und was er so macht. Und wir hören, was er reinschreibt. Ja, aber er schmückt das ja unglaublich aus. Also er schreibt ja nicht wirklich, wie es ist, sondern er multipliziert das ja immer mindestens mal 10 mal 100. Und wenn er dann sagt, ich verdiene halt einen guten Job, dann siehst du ihn sozusagen als die Fühner ausfahren und dann hat er sozusagen doch einen niedrigen Job und schmückt das ja alles so aus, dass sie sich halt zu Hause keine Sorgen macht und nach dem Motto, oh, also du wirst umso schneller hier sein. Ja, aber, also auch, ne, ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht der höchste Job oder so, aber trotzdem scheint er ja mit dem Geld, was er verdient, mindestens, würde ich sagen, mehr zu verdienen als in der Heimat. Und dementsprechend würde ich sagen, fühlt er sich schon wie so eine Art aufgestiegen oder eben. Ja, ich hatte nicht den Eindruck, das kam mit der Zeit. Also bei ihm ist es ja auch so, er hat ja auch mehrere Jobs, er hat ja nicht nur einen. Und ja. Bei ihm ist einfach so, er im Gegensatz sozusagen zu Chao Li steckt er ja sozusagen seine Ersparnisse nicht noch in Aktien oder so, sondern was er hat, das hat er. Dementsprechend, wenn sie ihr ganzes Geld verliert, der hat ja dieses Problem nicht. Er hat ja sozusagen alle seine Ersparnisse zur Seite gelegt und auch sein Leben kreiste ja nur um Arbeiten. Er hat ja auch nur bis dann morgens aufgestanden zu arbeiten und dann abends wieder ins Bett. Ja, das finde ich ja auch interessant. Wir sehen, glaube ich, nie sein Konto. Also wenn sie sich an diesen Bankautomaten begeben, wir sehen ihren Kontostand, aber nicht seinen, ne? Ja, weil er immer seine Nummer vergisst. Ja, da kommt auch mal ein Punkt dazu. Aber wir waren, glaube ich, gerade noch bei dem mit dem Annähern. Achso, genau, ich wollte eigentlich darauf hinaus, wenn sie sich das erste Mal ins Bett begeben gemeinsam, sind sie dann eigentlich genau bei ihm oder sind sie da schon in diesem Zimmer 527? Nee, die sind ja noch bei ihm. Okay, gut, das wäre jetzt nämlich nochmal so ein Punkt, wo ich überlegt habe. Da ist ja noch diese ranzige Spüle so daneben, so eine Ablinde. Ich meine, ja, weil sie eigentlich bei ihm sind, ja. Genau. Und du hattest gefragt, ob die sich nur was vormachen oder sich das noch nicht eingestehen oder wie auch immer. Ich glaube, sie weiß in sich drin schon irgendwie, dass sie ihn irgendwie sehr, dass irgendwas an ihm gibt, was sie eben total faszinierend findet und sie schon irgendwie so auch mindestens ihn verknallt hat. Aber durchaus eben vorgibt, sie also diese Distanz wahren möchte. Sie möchte nur Freund sein, eben weil sie eigentlich andere Ziele hat und das passt jetzt eigentlich gerade gar nicht in den Businessplan, so ungefähr, sage ich jetzt mal überspitzt. Und bei ihm ist es tatsächlich so eine, ich würde es als eine Art Verwirrung sagen oder ich weiß nicht, ob Verwirrung, aber er liebt schon seine Freundin, die da zu Hause ist, aber er findet auch einfach Gefallen an ihr. So, Punkt. Ja, und ich meine, sie ist auch diejenige, die sagt hier, wenn er sie dann am nächsten Tag sozusagen wieder sieht und sie gerade bei McDonald's die Scheibe putzt, ist sie dann auch diejenige, ja, wir sind Freunde und was letzte Nacht war, ja, ne, was soll es jetzt noch weiter sein, so ungefähr. Und das ist ja nicht, dass er das sagt. Er ist ja eher derjenige, der das sich anhört und für mich, er wirkt wie, naja, wollen wir nicht vielleicht doch irgendwie. Ja, er wirkt auf jeden Fall sehr verunsichert, ne, und weiß auch nicht, wie er mit ihm umgehen soll in dem Moment. Und sie ist ja ohnehin immer sehr direkt und wirkt abgeklärt, also sie lässt sich auch nicht so einfach was sagen. Genau. Und da ja, die beiden haben auch eine gewisse Abhängigkeit, weil sie halt die einzigen Bezugspersonen zueinander sind. Ne? Die wollen ja auch nicht sozusagen jetzt im Streit auseinandergehen, dann wieder jeder für sich alleine sein. Das ist so eine Sache. Ja, sie sagen, das ist ja auch eine der Fahrradfahrten, ne, mit dem, warum hast du eigentlich, triffst du dich mit keinem und so und ja, du auch nicht. Wir sind und die Freunde so ungefähr. Ne? Das ist eins der Fahrradfahrten. Naja, ist halt so. Ja. Ja, und dann. Hast du dann noch den Eindruck sozusagen, gerade weil, also ich habe auch den Eindruck gehabt, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ich gehe mit dir konform, dass sie ihn, glaube ich, sehr gerne mag, aber weil ihre Ziele anders gerichtet sind, möchte sie kein Problem jetzt erschaffen langfristig und dementsprechend trennt sie das halt so und er akzeptiert das, weil er so naiv ist. Aber hast du denn den Eindruck auch gehabt, dass sie wirklich kein Problem die ganze Zeit damit hat, dass er eine Freundin zu Hause hat und wo er. Auf jeden Fall hat sie ein Problem damit, natürlich, sie will sich das. Sie weiß, also ich behaupte, sie weiß in sich drin, doch, ich habe Gefühle für ihn oder natürlich sind da Gefühle. Sonst wäre es alles viel einfacher zu sagen, komm, geh weg oder
Dildem, aber ich finde, in ihrem Verhalten merkt man schon, dass das so ist, so, nee, ich versuche dich lieber ein bisschen auf Distanz zu halten, weil ich weiß, wenn ich dich zu sehr ranlasse, dann endet das vielleicht doof für mich, wenn du tatsächlich deine Freundin herholst oder so und dann dich eben entscheiden musst, auch wenn du jetzt zwei Goldkettchen gekauft hast, zwei Armreife, dass du eigentlich nur einer Frau geben dürftest. Und ich finde auch, das ist ja auch so ein Symbol für seine Gefühlslage, dass er eben für beide genau den gleichen Armreif kauft. Ja, das ist ja auch so überdeutlich eigentlich schon wieder an der Stelle, ja. Aber findest du, wenn man bedenkt, dass er so als unschuldig, naiv, weltunerfahren eingeführt wird, dass er sozusagen dadurch seine Moral auch verliert? Oder denkst du, dass es für ihn einfach nur ein Zeichen von Normalität, sozusagen zu Hause eine Frau zu haben und hier eine Frau zu haben? Oder er denkt einfach gar nicht drüber nach, weil das vielleicht wie ein neuer Traum ist, sozusagen? Er denkt auf jeden Fall drüber nach, weil wir dann ja nämlich wird uns eingeblendet, tatsächlich einer der Briefe, der geschrieben wird, sehen wir die Schriftzeichen, den Stift und die Hand und wir 100 Mal übertrieben, aber locker so 5 bis 10 Mal ansetzt. Liebe Xiao Ting, wegstreichen. Nächstes Zettel. Also, dass er plötzlich nicht mehr weiß, ob er ihr das sagen soll, wie er ihr das sagen soll, wie er sich ausdrücken soll. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dann auch das erste Mal ist, dass er mit ihr telefoniert. Mhm. Na, also, dass er dann in der Telefonzelle ist und sie anruft. Also telefoniert, genau, wir sehen sie bis dahin noch gar nicht. Ist ja vielleicht auch mal, ne, wir sehen sie erst, wenn sie wirklich dann auch nach Hongkong kommt. Genau, also dass ich, also er, für ihn arbeitet da total ganz viel. So dieses, ja, sage ich das jetzt? Oder ich weiß nicht, also ich würde ihn tatsächlich als so gut, glaube ich, einschätzen, dass er nicht versucht abzuwägen, naja, mal gucken, wenn sie jetzt sagt hier in Hongkong, ich komme mit dir zusammen, dann lasse ich meine andere Frau einfach sitzen, aber solange sie das nicht so hundertprozentig sagt, halte ich mir noch meine eigene Flamme warm, sondern ich glaube schon, dass das ernst ist oder dass er da wirklich in einem Gefühlschaos steckt und nicht weiß, es gibt wahrscheinlich genug falsche Lösungen, aber es gibt nicht unbedingt die eine richtige Lösung für so eine Situation und auch nicht weiß unbedingt, wie er damit eben umgehen soll. Beispielhaft oder symbolisiert eben durch dieses Briefeschreiben. Mhm. Ja. Genau. Ich finde auch die Szene toll, dass sie ihm diese Sexvideos ausleiht. Ich musste kurz an Taxi Driver denken, wo er sie ja mit ihr auf ein Date will. Oh, das war das Heftige. Und sie in das Pornokino einlädt, weil ne, auch er, also er ist einfach auf ganz andere Arten und Weisen abgestumpft und nicht unbedingt naiv. Und hier ist das eben so eine Art Selbstverständlichkeit. Also, so, ja, sagen Sie mal, was sind, also, Sie sind dann in diesem, ich weiß nicht, so eine Videothek und Sie dann zu der Verkäuferin sagt, so, was sind denn hier die Hardcore-Dinger? Geben Sie mal 5 Stück her oder so. Und hier 5 zum Preis von 3 oder irgendwie sowas. Hast du auch noch was gespart, so ungefähr. Es wird nicht weiter gezeigt, ob er sich das mal anschaut oder sie das mit ihm zusammenguckt. Aber es ist auch noch davor, bevor die zusammen. Ja, das ist ihre, das ist sozusagen ihre Bezahlung dafür, dass er immer die Blumen ausfährt. Ja, also ihm eine Freude machen. Also fand ich in dieser Unverkrampftheit ihrerseits auch irgendwie eine sehr, sehr humorige Szene. Ja. Also du hast allgemein beim Film sehr viel gelacht, fand ich. Ja, ich fand, der hat auch das schön erzählt und eben durch wie er eben durchs Leben geht, die Mimik und Gestik dann auch immer wieder, also wenn es bei ihm Klick macht mit seiner Tante, was sie eigentlich macht so ungefähr, oder wie auch ganz schnell, nee, ich weiß nicht ganz schnell, wie dieses Zimmer, was sie da haben, Zimmer 527, wie das anscheinend ein Treff ist für viele Pärchen, wo ich erst so gedacht habe, okay, sie haben halt ihren romantischen Rückzugsort, aber das wird dann gleich gebrochen dadurch, dass wenn sie gehen, kommt eben dieser Englischlehrer rein mit einer thailändischen Dame, in die er sich dann anscheinend auch verliebt, wo das dann plötzlich eben so wirkt wie, nee, das ist nicht ein romantischer Rückzugsort, das ist eben ein Stundenhotel, ein reines Stundenhotel. Andererseits sind das natürlich letztlich doch die beiden Paare, die auch auf die eine oder andere Art und Weise zusammenkommen oder zusammenbleiben. Also der Englischlehrer wird dann später eben mit seiner thailändischen Freundin, Frau nach Thailand gehen. Aber auch dieses, also das habe ich, genau, Almost a Love Story, kommt dann auch so raus, so wenn sie gehen, sagt
unser Protagonist noch so ziemlich, komm dich dann mal besuchen in Thailand, und der Englische, ja, better make it quick, sie hat AIDS, so, wo dann eben auch so gleich ist, okay, da schwebt eben auch so das, ja, wir kommen in 80er, 90er, ne? Das Schicksal scheint ihnen auch nicht die allerbesten Karten auszuliegen. Genau, und weil du vorhin sagtest, es ist irgendwie abzusehen, dass die beiden zusammenkommen, habe ich noch so kurz überlegt, ja, da habe ich durch den Titel Almost a Love Story dezent dran gezweifelt, so dieses, also sie kommen sich auf jeden Fall irgendwie näher an sich, aber wie nahe tatsächlich, sowohl körperlich wie eben auch gefühlstechnisch, oder passiert vorher noch irgendwie was oder so? Ja, das wusste ich auch nicht. Ich habe dann gedacht, na gut, wenn das heißt Almost a Love Story, dann haben die ja auch kein Happy Ending oder nichts, dann ist das vielleicht nur mal so ein kurzer Ausschnitt aus dem Hongkong-Leben und dann geht er seine Wege. In der Hinsicht. Hast du eigentlich immer damit gerechnet während des Sehens, dass er irgendwann auch mal seine Freundin sagt, du bist vorbei, ich entscheide mich jetzt für sie? Ich wusste es nicht. Also wir haben ja da, also genau, das kriege ich jetzt zum Beispiel nicht mehr ganz genau zugeordnet in dem Ablauf des Films oder in der Zeitlinie. Irgendwann kommt sie ja dann und sie heiraten, oder wir haben so ein, trennen die sie, also jetzt unsere beiden Protagonisten, trennen die sich so richtig? Also er gibt, also wir haben noch diese Halsbandstreit. Armreif zusammen Geschichte. Genau, wo sie dann sagt, dass sie sich verloren fühlt, dass sie halt nicht weiß, wo sie hingehört. Dass sie ganz, das sozusagen, und dann trennen sich aber auch ihre Wege erstmal eine Weile. Ne? Genau, dann ist ja jeder für sich. Und dann, es kommt auch so ein Zeitsprung zu, genau, der Hochzeit. Genau, dann piept er sie doch an. Naja, also warte mal. Also ne, es kommt diese Hochzeit. Ja, wieso, das ist ja schon wieder für Weite. Wieso erzählst du denn jetzt schon wieder, was ein paar Jahre später? Ja, dieses Anpiepen, ist das nicht später dann erst? Das ist direkt nach dem Streit. Stimmt, ja. Direkt nach dem Streit, und dann geht sie ja nicht ran und dann sagt er, es ist vorbei. Goodbye. Also der Untertitel sagt Goodbye und sie ist halt wieder bei der Massagejob und in Anführungszeichen, oder ich nenne das jetzt mal, es steht zu befürchten, dass sie sich da jetzt eben doch verkauft, nachdem sie das vorher so ziemlich cool, ziemlich wortgewandt eben ja abgeschmettert hat und auch so, ja, hast du keine Angst vor mir? Ne? So dieses, das ist wirklich mit der Typ, den sie da massiert, ist ein Triadenboss, ein Gangsterboss, und sie so, ich habe vor niemandem Angst, ich habe nur vor Ratten Angst, so ungefähr. Ja. Und so, und dann ist er schon irgendwie beeindruckt. Und auch das wieder herrliche Einfall, dass er sich dann, also er hat seinen Rücken natürlich tätowiert, wie sich das anscheinend auch für die Triaden gehört, mit einem Drachen, meine ich. Und ja, dann ist er eben beim nächsten Mal, wenn wir dann sehen, ja, ich habe mir was ein neues Tattoo machen lassen. Ich glaube, es wird dir gefallen. Und ist da halt, weil sie immer wieder mit Mickey Mouse assoziiert wird. Auch das wieder so, finde ich, ein Symbol für Kapitalismus, für eine gespielte Positivität vielleicht auch, aber eben so der amerikanische Traum, so ein bisschen der Einfluss, ne? Geld machen. Hat er sich dann eine Mickey Mouse hinten auf seinen Rücken machen lassen, direkt neben dieses Drachengesicht. was dann später nochmal zu einer sehr schönen, ja, melancholisch ist vielleicht übertrieben, weil es zu so einer schönen Szene führt zwischen Trauer und aber eben auch dieser Humor, der einfach da ist. Ich weiß gar nicht, worauf ich gerade so unbedingt hinaus wollte. Achso, genau, da trennen sich ihre Wege und sie scheint mit diesem Gangsterbus dann zusammenzukommen. Ja, genau, also sie hat ja vorher sozusagen in diesem Streit, hat es ja auch nochmal gesagt, dass sie beide unterschiedliche Ziele im Leben haben, unterschiedliche Pläne haben, dass sie gar nicht zusammengehören, dass es einfach nur eine Not Beziehung zwischen den beiden ist, weil sie beide einsam sind, und er lässt das, glaube ich, in sich sacken und kommt dann zu dem Schluss, dass er sich wirklich entscheiden muss zwischen seiner Freundin und ihr, und deswegen bricht er das auch ab, und ich glaube, sie hat dann nur oft darauf gewartet, wie er reagiert, und ich glaube, die Tatsache, dass sozusagen der hier Gangsterboss, also Pau, hat ja symbolisiert ja sozusagen den Reichtum, den Erfolg, und sie widerstrebt, also widersetzt sich der ganzen Sache ja noch, weil sie ihre moralischen Prinzipien hat. Und die Tatsache, dass er auf einmal diese Mickey Maus drauf tätowiert hat, tatsächlich, ich glaube, das ist wie eine Art Liebeserklärung für sie, die sie, glaube ich, erweichen lässt in der Hinsicht, die sie auch vor diese Entscheidung stellt, Liebe oder Kapitalismus, gibt sie der Sache eine Chance tatsächlich. Und es ist ja nun mal so, also gerade wenn man so Hongkong-Filme guckt, es gibt halt, also für mich persönlich ist es so, was man in bisherigen Schaugewohnheiten, dass es gewisse Länder gibt, die ja wirklich sehr starken Fokus immer auf dieses Triadenwesen, auf diese Gang-Mentalität oder in Film immer wieder reinbringen. Und Hongkong ist ja sowieso sehr stark gang-dominiert in diesem, gerade in Hongkonger Filmen. Das hat mich teilweise tatsächlich an Bullet in the Head erinnert. Das war halt auch so von dieser Einführung her mit den Gangs und diesen Untergrundmacht tatsächlich, die einem schnell zum Reichtum verhelfen kann. Und das hast du halt in diesem Film dann halt auch. Ne? Dementsprechend
Sie kommen dann zusammen und dann hast du halt diesen großen Sprung zur Hochzeit. Ich glaube, die sind schon 2 Jahre später. Ganz kurz nochmal, also das, was sie mit dem Gangsterboss eingeht, würdest du das als, wie würdest du das bezeichnen? Ich würde sagen, das ist eine Beziehung. Das ist eine gleichberechtigte Beziehung. Geschieht es aus einer Art Zweckgemeinschaft heraus? Also das, ich glaube, dass der Ursprung Zweckgemeinschaft war, aber ich glaube, dass sie ihn, er behandelt sie auch wirklich mit Respekt. Er ist ja jetzt nicht von oben herab und alles. Und ich glaube schon, dass sie ihn auf jeden Fall als sehr guten Freund empfindet. Vielleicht, ich weiß nicht, ihr Herz ist ja sozusagen schon besetzt, aber sie hat auf jeden Fall eine sehr starke Nähe zu ihm tatsächlich. Das glaube ich schon, dass sie sehr zusammenwachsen. Ich glaube nicht, dass sie ihn wirklich liebt. Ich glaube tatsächlich, dass sie die ganze Zeit über Chao Jun liebt. Aber, ja, das aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr emotional, sehr eng mit ihm, mit Pao nachher wirklich ist. Ja. Ja, auch das wirkt ja, finde ich, wie so eine ironische Brechung, ne? Von wegen der harte Gangsterboss und so. Und wir sehen ja auch hier, da kommt dann einmal bei der Massage seine Handlanger rein und er sagt, ja, ist mir egal, wer das ist, zerstückelt ihn und sonst was, ne? So. Und dann kommt aber so dieses, oder ich glaube, häufig ist es so, dass man es irgendwie kennt, so die Gangsterbosse, die haben ihre Frauen, aber die schlagen sie auch und behandeln sie wie Dreck und so. Und er dann so, ich such dir einen anderen, geh weg von mir. Ja, der verständnisvollste Gangsterboss, den ich je in einem Film gesehen habe. Wenn normalerweise die Frauen ankommen, die so, nein, du kommst nicht von mir weg, du gehörst mir. Oder, ja, wir sowas kennen alle, die dich mal angeguckt haben. Ne? Ich meine, also wenn das erste Mal sagt, du, oh, aha, ja. Und das sagt er dann später nochmal, wenn er untertauchen wird oder aus dem Land abhaut nach Taiwan, sagt er es ja nochmal zu ihm. Und da habe ich ganz kurz überlegt, ob das so ist wie beim ersten Mal, wenn er es sagt, oder ob dezent mit reinspielt, dass er auch wirklich nicht möchte, dass sie mitkommt, weil man sie jetzt vielleicht verfolgt hat oder so, aber überwiegend habe ich schon so gedacht, ja doch, er ist wieder so dieses, komm Mädel, ich merke doch, also dachte er dann auch bei der Hochzeit, kommen wir gleich zu, ich habe doch gesehen mit dem Typen, da war doch mal was, da ist irgendwas, komm, such dir, ich habe doch auch 100 Frauen sowieso in dem Hafen, in dem Hafen, in dem Hafen, der gute alte Seemann Spruch. Ja, also das war, fand ich, eine schöne ironische, oder überraschend, weil es ungewohnt war, dieses Verhalten eines Gangsterbosses. Ja, das fand ich auch überraschend. Ich finde es auch krass, dass sozusagen so, wo diese chinesische Triaden zentriert sind, also tatsächlich mit Taiwan, Singapur, Hongkong, dass er das auch so aufzählt, dass er da an diesen Häfen, das er auch hat, das mal zu zeigen, haha, dieses Triadenwesen, diese geheime Untergrundkraft, die eigentlich sozusagen das alles ausnutzt und sozusagen diesen Reichtum ausnutzt und diesen Widerstand gegen die westliche Vorherrschaft. Da konnte in diesen Ländern, da konnte sich ja sozusagen diese Triaden sehr extrem festmachen. Und dass er das auch genau diese Bereiche nochmal rausgräbt und nochmal sagt, ja, wir gehören alle sozusagen, ich gehöre wirklich in diese große Organisation herein und dadurch bin ich halt immer da und da bekannt und habe da auch meine, sozusagen meine Liebschaften in der Hinsicht, ne? Das fand ich auch interessant. Und ich fand, wie gesagt, dass er sie die ganze Zeit mit Respekt behandelt. Sie halt, kommt ja auch dann auch zu Reichtum, also indem sie selbstständig wird. Und es kommt sie halt durch seine Hilfe. Das heißt, auch eher auch durch schmutziges Geld das tatsächlich. Wollte ich nicht sagen, und nicht, durch, und nicht durch auf, also nicht so wie der ursprüngliche Traum dargestellt war mit Hongkong sozusagen, der Hongkonger Traum. Man hat Arbeit, kann man sich hervorbringen, sondern sie kriegt von ihm Unterstützung durch schmutziges Geld und macht aber halt daraus was. Also versucht dann sozusagen wird dann sozusagen Frau von Welt, kommt dann zu Reichtum, zu Ansehen, ihre Kleider passen sich halt auch an, dass sie wirklich als Hongkonger Frau von Welt wahrgenommen wird, was sie auch ihr Ziel erreicht in gewisser Hinsicht, obwohl es halt einen bitteren Beigeschmack hat, weil sie weiß, dass sie es nicht auf einem, ich sag jetzt mal, hart arbeitenden Weg erreicht hat, sondern auch über Umwege, was sie halt auch traurig stimmt in gewisser Hinsicht. Weswegen sozusagen jetzt eigentlich nicht sie, nicht jetzt wo sie das Geld hat, nicht unbedingt zu der Person geworden ist, die sie immer werden wollte. Wenn sie sozusagen Chao Jun wieder betrifft und er dann sagt, du bist jetzt, hast jetzt das erreicht, was du wolltest und sie dann so traurig in die Ecke guckt, nach dem Motto, nee, ist nicht, das ist schon ein bitterer Beigeschmack da. Aber vielleicht ist es auch ein Symbol dafür, dass man tatsächlich nur wirklich richtig zu Reichtum kommen kann, wenn man halt über Umwege geht tatsächlich. Und das ist halt, ich weiß nicht, wie man das so werten kann in diesem Fall. Ja, aber würdest du denn sagen, dass Chao Jun zu Reichtum kommt? Nö, aber das war auch nie sein Ziel. Er wollte halt immer nur gut leben können. Also, ich wollte sagen, er scheint ja trotzdem gut zu leben, also nicht reich, aber durchaus ein... Das, was er sich als Ziel gesetzt hatte, eben scheint er zu erreichen. So für seine Frau
oder eben so viel Geld zu verdienen, dass er da, dass sie ein auskömmliches Leben haben. Ja, genau. So also er Eindruck. Wollte ja sowieso zum Mittelstand gehören und er wollte halt, und bei ihm ist es ja auch so, dass er halt sehr hart gearbeitet hat und halt auch wirklich alle seine Ersparnisse zur Seite gelegt hat. Und das er, also ich will nicht unbedingt sagen befördert, aber doch, er steigt ja so innerhalb seines Kochberufs so dezent auf. Genau. Wie viel auch immer das dann nochmal ausmacht. Ja, genau. Durch, er lernt ja noch einen anderen Chinesen kennen, der dann halt auch sich, der halt, ja, erfolgreicher Koch ist mit seinem eigenen ja, Gastronomiebetrieb, sag ich jetzt mal. Und wie durch Kontakte lernt er dann, kann er dann halt eine Ausbildung machen, dass er halt ein richtiges handwerklichen Beruf halt auch, also einen richtigen Beruf, nicht nur einen Aushilfsjob tatsächlich ausüben kann in Hongkong, was ihn dann sozusagen einen Fuß in die Tür reinbringt. Das ist schon richtig. Und es ist interessant, dass sozusagen jeder sozusagen, nachdem wir dann halt diesen Sprung nochmal haben, dass jeder sozusagen die Ziele, die er ursprünglich gesteckt hat, ja auch erreicht, aber nicht jeder so zufrieden damit ist. Also wir haben ja dann sozusagen das Wiedersehen in der Hochzeit, was du schon angesprochen hast, wo jeder seinen Partner dann sozusagen logischerweise mitbringt, weil es ja seine Hochzeit ist. Das war auch ein bisschen befremdlich, dann dieses Hochzeitsfoto mit den Vieren, dass also die dann da extra so daneben stehen, wo ich dachte, ja, peinlich. Also war schon irgendwie unangenehm. Ja. Ja, ich fand es extrem befremdlich zu sehen, dass der Gangsterboss so ein Kopf kleiner ist als irgendwie die restliche Crew vom Film. Oh. ja, und dann hörst du, und dann freunden sich ja auch die Mädels beide an. Und was ich halt krass finde, ist halt, also dann kriegst du halt diese Gespräche halt so mit, dass sie Xiao Tian, wo heißt sie? Glaube ich, ne? Die Verlobte, nee, Xiao Ting, die ist ja total stolz auf ihren Mann, freut sich, dass es alles so erreicht hat und dass sie jetzt, und legt sich, nachdem er jahrelang so hart gearbeitet hat, ist sie hier angekommen, kommt ja sozusagen in ein gemachtes Nest. Also sie hat jetzt nicht die Eile, sich einen Job zu suchen oder ähnliches, oder die Sprache zu lernen, so wie er das damals in dieser Notwendigkeit hatte, sondern sie kann sich ja Zeit lassen. Und ist halt total glücklich, dass er das alles vollbracht hat und denkt halt dementsprechend, weil er das alles vollbracht hat, dass sie halt die perfekte Beziehung hat, während sich dann herausstellt, dass er mit ihr gar nicht groß kommuniziert, dass er ihr gar nichts zu sagen hat, dass er ja wirklich immer nur arbeitet, dann geht er gleich ins Bett, ist sie gar nicht groß, dass er so eine gewisse Sehnsucht hat, die sie aber nicht orten kann. So, sie schiebt das sozusagen darauf, dass er überarbeitet ist, und wir wissen aber halt alles, ist ihm etwas fehlt. Ja. Oder dass sie ihm, genau, die Hochzeit, und dann haben wir ja dieses, ja, das ist dann der Moment ihrer Geschäftseröffnung, ne, wo sie dann auch diese Würstchen essen, diese Cocktailwürstchen. Ja. Wo auch, finde ich, nochmal so ein, es ist eher noch so eine Art Nebensatz, aber es ist schon, finde ich, zeigt so eine gewisse Tragik, ne. Jetzt hier war eben auch, hast ja gesagt, hier für ihre Eltern oder die Verbindung in die Heimat, dass sie da jetzt, ja, ich habe mit dem Geld habe ich auch ein Haus für meine Eltern gebaut, aber meine Mutter ist schon verstorben, die das fertige Haus gar nicht mehr miterlebt, wo ich auch so dachte, ja, ne, das ist irgendwie so dieses, hast du dieses Ziel vor Augen und dann kannst du es aber trotzdem nicht erreichen. Mhm. Also du hast es in gewisser Form erreicht, ne? Also dieses physische Haus steht jetzt irgendwie da, aber die Mutter eben ist verstorben. Ich hatte dadurch auch zu dem Zeitpunkt gedacht, dass sie sozusagen gar keine Familie mehr hat. Also die Verbindung in die Heimat sozusagen wäre eigentlich nur noch dieses Haus, was sie da jetzt hingebaut hat, was aber keinem was bringt so ungefähr, außer sie verkauft das eben. Um dann später ja gegen Ende nochmal festzustellen, dass sie anscheinend mit ihrem Vater telefoniert, ne? Mhm. So, das hatte mich dann kurz überrascht, aber andererseits natürlich, ja, wurde ich auch nie erwähnt, dass der Vater jetzt irgendwas gemacht hätte. Genau, und dann haben wir diese Autofahrten, auch das wieder so ein Punkt, ne? Jetzt eben, wir sind weiter fortgeschritten und sie ist jetzt diejenige, die mit dem Auto fährt. Mhm. Das wird er auch weiterhin nicht machen im Film. Und dann fährt sie eben zunächst mit ihr, weil sie ihr, also seine Frau, einen Job verschafft als Ballettlehrerin. Mhm. Und ja, dann fahren sie da eben zunächst zu dritt wieder irgendwann mal, wenn sie diesen Job hat, und sie wird abgesetzt, seine Frau, und dann fahren die beiden gemeinsam eben noch. Und dann merken wir eben schon wieder so eine Kommunikation. Ich weiß gar nicht mehr, das Gespräch unbedingt, daran erinnere ich mich gar nicht mehr so genau, was sie sich da sagen, ob sie sich was sagen. Die schweigen auch. Und dann steigt, achso genau, dann steigt er eben einmal aus. Und dann ist schon so dieser Moment des, na, passiert jetzt was? Und dann. Nee, das ist halt dieses Schweigen, die beiden haben sich nichts zu sagen. Es ist halt eine unangenehme Stimmung in diesem Moment tatsächlich. Und dann halten sie und dann sehen sie, dass Theresa Tang
sozusagen vom Fenster und Regen an der Seite steht. Oh Gott, und das ist ja sozusagen die Sängerin durch die Lieder, die halt über deren Beziehung definiert hat oder verbunden hat, also wie so ein Schutzengel über die Gruppe geflogen ist. Und dann rennt er ganz begeistert dahin und lässt sich ein Autogramm geben. Und auf die Jacke. Ich würde auch mal sagen, er hat ja gar nichts dabei, er dreht sich einfach um, beugt sie nach vorne und sie schreibt ihm da auf den Rücken. Genau, und ist halt total wieder dieses naive kleine Jungchen. Und sie, man sieht schon. Ja, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem und haben gemerkt, dass die Aufnahme nicht mehr weitergelaufen ist. Wir waren dabei, dass sie also jetzt mit dem Auto allein unterwegs sind, Theresa Tang, er holt sich das Autogramm und er kommt eben zum Auto zurück und dann stehen sie so ein bisschen ja, peinlich berührt, vielleicht ist übertrieben, aber so ein bisschen so, ja, was machen wir jetzt oder machen wir nichts? Und dann ergreift sie die Initiative, indem sie sagt, du, ich muss noch wohin und ist okay, wenn ich dich hier absetze. Wobei wir natürlich merken, dass sie beide das sehr widerwillig sagen und eigentlich ganz anderes schon in ihren Köpfen abläuft. Er geht dann davon, vor dem Auto weg und sie bricht zusammen. Sie hat die Hände so oben ans Lenkrad gekrallt und lässt den Kopf langsam sinken und bupp, hupt dann mit der Stirn, weil sie den Kopf so tief sacken lässt, ist davon selbst erschrocken, er bleibt stehen und dreht sich zu ihr um. Und das finde ich ein ganz tolles Bild, das hat er mit dem Film total toll eingefangen, also er dreht sich sozusagen zum Auto um, wir gucken sozusagen aus ja, fast ihrer Sicht eben in seine Richtung. Er steht so leicht halb rechts im Bild, im Hintergrund sehen wir vor allem Häuser und eben Beton. Aber vor allen Dingen in der Mitte im Hintergrund sehen wir einen schönen in voller Blüte stehenden Baum mit schön sattem Grün. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Weil ich es einfach schön finde, wenn nicht nur einfach Betonwüste ist in der Stadt. Aber dass hier eben, ja, ganz bildlich das blühende Leben uns gezeigt wird. Und daraufhin geht er dann zu ihr zurück. Und auch hier wieder ein wenig symbolisch sie, die Autofahrende, auch das ja, ich bin mir schon nicht mehr sicher, ob ich das jetzt schon erwähnt hatte, also eventuelle Doppelung, dass eben, was zweimal gesagt wurde, in Hongkong fährt man nicht mit Fahrrad, sie ist mittlerweile eben da angekommen, in Hongkong fährt man Auto und sie ist in dem Auto und er ist außerhalb des Autos, dadurch ist es also quasi symbolisch noch so eine gewisse Trennung da, die jetzt aber durch das intensive, leidenschaftliche Küssen überwunden wird oder ja doch, genau, diese Grenze überschritten wird, weggewischt wird und dann gibt es sozusagen einen Schnitt und beziehungsweise es gibt noch nicht den Schnitt, sondern dieser Kuss wird auf sehr schöne Art und Weise inszeniert, finde ich, denn es wird nicht einfach nur draufgehalten, sondern wir kriegen dann so einen Blick von oben auf das Autodach und die Kamera zieht so auf und fährt hoch und ein bisschen Bewegung immer noch drin, obwohl die beiden eben ja angewurzelt sind und dann kommt eben der Sprung. Und sie sind wieder im Bett. Und, ja, in Zimmer 527. Und wie in alten Zeiten erleben wir sie sozusagen nach dem Akt, wie sie dann halt Gespräche führen und dann auch ein bisschen rekapitulieren. Was genau hat sich verändert nach dem Motto, hier eigentlich ist alles gleich geblieben, es war die gleiche Matratze, nur die Toilette haben sie ersetzt. Und das ist halt ein wunderbares Sinnbild, eine schöne Metapher sozusagen auf deren Beziehung, dass halt deren Gefühle halt immer noch beständig sind, obwohl sich sozusagen das ganze Umfeld verändert hat und bei den unterschiedlichen wirtschaftlichen oder unbedingt auch gesellschaftlichen Situationen sind, weil er ja jetzt auch verheiratet ist und sie ja sozusagen jetzt auch selbstständig. Und also zumindest ist von seiner Seite aus sofort klar, dass er jetzt endlich erkennt, dass sie ihm halt über die Jahre gefehlt hat und er halt nicht das länger aufschieben kann, sondern dass er sich für sie entscheiden wird, dass er halt seiner Frau sagen möchte, also direkt sagt, plant zu sagen, er hat die Gefühle für sie, er hat sie nicht halt heute, sondern schon seit einigen Jahren, das ist eine längerfristige Sache und er möchte halt reinen Tisch machen und er möchte einfach nur mit Shaoli zusammenkommen, während Shaoli halt immer noch so ein bisschen, also wie ihr klar ist, dass die Gefühle für ihn auch da sind, auf dem gleichen Level, aber dass sie halt auch eine gewisse Verpflichtung zu Pau halt immer noch sieht und nicht unbedingt aus Liebessachen, aber halt vielleicht, weil diese eng emotionale Verbundenheit über die Jahre halt nicht wegzureden ist und er ja auch sozusagen eine Triade ist, dass vielleicht ja auch die Angst da ist, dass June, was passieren könnte, was natürlich eigentlich in diesem Film gar nicht so porträtiert wird, aber das habe ich in der Hinsicht, als ich den Film gesehen habe, erwartet, vielleicht aus den anderen Filmen, die man so kennt, dass sie da vielleicht auch einen gewissen Respekt vor hat, aber trotzdem sagt, ich muss ein offenes Gespräch mit ihm führen, gerade weil Paul sich auch halt immer als sehr verständnisvoll gegeben hat, weil er immer wieder gesagt hat, such dir doch einen anderen Mann, hast ein besseres Leben als mit mir jetzt. Und ich glaube tatsächlich, während sie sozusagen in den Anfangsjahren noch so porträtiert war, nach dem Motto, dass
der wirtschaftliche Erfolg das Wichtigste für sie ist, hat sie jetzt halt über die Jahre gelernt, jetzt wo sie diesen Reichtum, den sie einmal haben wollte, erreicht hat, dass Reichtum an sich nicht alles ist und sie nicht komplett ausfüllt, tatsächlich. Das liegt auch daran, dass vielleicht zum Beispiel mit dem Hausbau und dem Tod der Mutter auch nochmal gezeigt wurde, dass Reichtum nicht alles ist, auch wenn sie darauf hinarbeitet, sondern dass halt man auch emotionale Nähe braucht. Und ich glaube, da ist sie so ein bisschen hin und her geworfen, entscheidet sich aber dann doch dafür, mit Power ein Gespräch zu führen. Und dann ist darum der klassische Filmruf, dass immer was dazwischen kommt. Genau, ich würde auch erstmal noch kurz sagen, also ne, er ist da ja wirklich deutlich konsequenter und also dass er es auch so deutlich ausspricht eben mit dem, ich werde das jetzt meiner Frau sagen und das ist jetzt das, was ich will, Punkt, ich will dich und möchte mit dir zusammen sein, egal wie jetzt eben gerade der Stand aktuell ist in unser beider Leben mit Beziehung und ähnlichem, und sie hat für mich durchaus eben dieses Zögern auch aus trotz allem, auch wenn du sagst eben, ne, Reichtum ist vielleicht nicht alles, auch das hat sie schon ein gewisses Stück gelernt und merkt eben, wie stark die Gefühle für ihn sind und ne, dass das schon irgendwie auch reinspielt, aber dass sie trotzdem eben ihr ursprünglicher Traum ja, dieser Reichtum dann vielleicht nicht komplett weg wäre, also wie gesagt, sie wird jetzt nicht arm werden, wenn sie zu ihm gehen wird, aber dass das eben wieder ein materieller Rückschritt für sie wäre und das ist etwas, womit sie wahrscheinlich nicht so klarkommt und natürlich, also das ist meine Sicht eher und du hast ja gesagt, ne, dass es durchaus auch sehr gut möglich ist, dass eben sie ja zu Pao irgendeine Verbindung hat und ihn ja auch nicht einfach so vielleicht vor den Kopf stoßen möchte. Also ich glaube tatsächlich, dass die beiden hatten ja beide ihre Ziele und Grundideen gehabt, als sie nach Hongkong gekommen sind, 1986. Und beide haben jetzt sozusagen ihre Ziele auch erreicht zu diesem Punkt. Ne? Sie hat diese wirtschaftliche Absicherung, er hat seine Frau geholt, geheiratet, hat einen guten, also kommt gut durchs Leben. Und ich glaube, beide haben festgestellt, dass jetzt, wo sie die Ziele erreicht haben, dass das nicht das ist, was sie wirklich wollen, oder dass sie sich das wirklich dass sie es wirklich ausfüllt, dass da noch mehr ist. Aber sie können das halt vielleicht, glaube ich, bis sie im Wiedersehen oder nicht wirklich nennen, was fehlt, bis sie es dann realisieren, dass es die Liebe ist, die sie verbindet und was sozusagen das i-Tüpfelchen wäre. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ne? Sie haben eigentlich ihre Ziele erreicht, richtig, aber merken, ja, das ist es auch nicht. Ja. Ja, genau. Und so, dann macht er reinen Tisch mit seiner Frau. Ich weiß nicht, also drohen würde ich es jetzt nicht sagen, aber sie versucht vielleicht noch so als letzten verzweifelten Rettungsakt sozusagen, komm, wir packen jetzt und fahren nach Hause, nach Tianjin, denn wenn du nie hierher gekommen wärst, wäre es alles nicht passiert und wenn wir jetzt hier nach Hause sind, dann wären wir glücklich so ungefähr. Und ich weiß, nee, das geht jetzt auch nicht und er zieht dann sozusagen wieder bei seiner Tante ein. Ich bin gar nicht sicher, ist sie da schon direkt tot oder also sie kurz darauf also stirbt sie dann? Stirbt, ne? Genau. Nee, er kommt hin und dann sehen wir den Hund und ihre Hand, die so runterhängt. Genau, ne? Sie stirbt also und er vermacht irgendwie, weil sie eher der einzige Verwandte ist, das ganze Haus. Mhm. Und um seine Frau, zu seiner Nochfrau zu dem Zeitpunkt, sagt er, ich möchte von dir nichts mehr wissen, ich möchte selbst auf eigenen Füßen stehen und mich allein durch Hongkong durchschlagen. Und er gibt, damit sie nicht ganz in der Schwebe hängt, gibt er ihr sozusagen alle Finanzen und also das, was er von seiner Tante geerbt hat, dass er sagt, es ist nicht meins, was ich dir genau, gebe, sondern der Tante, dass du einen Startpunkt hast. So. Ja. Und dann sehen wir aus seiner Perspektive noch, dass er ja sozusagen bei dem Koch gelernt hat, der ist ja dann nach Amerika ausgewandert, dass er dann mit dem Kontakt zwar noch hält, aber erstmal Nee, jetzt sind wir schon übersprungen. Das Problem an der Sache war ja, dass an dem gleichen Tag, wo die beiden auch im Bett lagen, Xiao Jun und Xiao Shi Li, haben sie ja beschlossen, dass sie es Pao sagen. Und dann sind sie ja zu Pao nach Hause gegangen zu ihr. Und das kommt ja jetzt erst noch. Nee, das andere war ja danach. Da war sie ja schon weg. Okay. Na gut, okay. Deswegen, und dann wollen sie es halt sagen, dann kommt ja die Staatsanwaltschaft rein, da ist ja anscheinend was vorgegeben. Nein, also andersrum, sie gehen dann, also lass mal noch versuchen, kurz das mit der Tante abzuschließen, beziehungsweise da würde ich jetzt nochmal kurz reinhauen. Ja, das ist aber später. Mit den ganzen Bildern, na gut, dann machen wir das so vorher. Also sie sagt dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob sie es sagt, ne, das so, okay, dann rede ich jetzt mit ihm. Sie bleibt aber noch vage, ne, sie sagt nicht so ungefähr, was sie jetzt konkret sagen wird oder so, oder sie geht zu ihm. Und er begleitet sie dahin. Und wenn sie dann vor der Tür von der Wohnung oder vor dem Haus stehen, kommen zwei Leute auf sie zu, hier Polizei, sagen sie ihr Mann, wir möchten ihn nur als Zeugen, alles gut so ungefähr. Sie kommt in die Wohnung, die durchsucht oder durchwühlt aussieht und auch da neben dem Armreif das zweite
bedeutungsschwangere Schmuckstück, die Buddha-Halskette, also eine Halskette von ihm und Buddha, ne, sagt er. Genau, die hat Paul immer getragen. Genau, da wusste ich, also da kann ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Er ist sonst nie ohne diese Kette aus dem Haus gegangen, die war immer bei ihm. Dass das also was ist. Und sie nimmt dann diese Kette und sie ziehen zusammen weiter nach sind auf Informationssuche. Ich weiß gar nicht mehr, wer ihnen das sagt, ne? Ja, der eine Angestellte von ihm. Stimmt, sie ruft an und sagt, ich möchte mich von ihm verabschieden. Ja, er fährt nach Taiwan. Der sagt ihm, ne, er fährt nach Taiwan mit dem Schiff. Ja, er sagt, er ist am Hafen mit dem Boot, dann bringst du ihn nicht hin. Stimmt. Und da habe ich kurz gedacht, na, greift jetzt eben die Polizei zu, weil sie abhören oder sonst was. Aber es ist gar nicht so. Sie kommen dann eben zu dem Schiff. Also Xiaoyun ist immer noch an ihrer Seite. Und sie sagt dann, warte auf mich, ich bin gleich wieder da. Ja. Ja, und dann geht sie halt aufs Schiff und dann haben wir diesen Verständnis. Haben wir nochmal das war die nächste Ausführung unseres verständnisvollen Mafia-Bosses, der dann sagt, ich muss fliehen, ich kann nicht als Zeuge sein, wenn ich als Zeuge agiere. Das ist wie ein Todesurteil für mich. Ich bin jetzt auf der Flucht, um dieser Sache zu entgehen. Ne? Und sucht ihr einen besseren Mann als mich, lebt ein normales Leben. Und ich habe eben jedem Hafen eine Frau. Und er ist nochmal aufzählt, sozusagen, wo diese ganzen Triadenzentren sind. Da hat er diese Frauen. Und er hat ein unbeständiges Leben vor sich. Und sie ist. Ja, wie würdest du denn die Szene sehen, wie sie reagiert? Also auf mich wirkt sie innerlich zerrissen. Sie sagt dann auch nichts mehr, sondern sie umarmt ihn. Und in dieser Umarmung kriegen wir dann eben erzählt, das Schiff startet und das Schiff fährt los. Und sie umarmt ihn immer noch und lässt ihn auch nicht los. Und dann sehen wir, es ist eigentlich ein totales Klischeebild, der im Regen stehende Mann. Ne, also wirklich wortwörtlich, es regnet in Strömen und er steht da und das Boot fährt an ihm vorbei und er sieht eben die beiden hinten in inniger wie sie ihn sehr doll umarmt und ja, weiß, ja gut, wenn ich jetzt hier noch länger stehen bleibe, wird sie auch nicht wiederkommen. Ja, aber der Punkt ist dann erstmal weg. So, genau, und wie deutlich das bei ihr, ja, sie kann sich letztlich nicht davon trennen und ich bleibe dabei auch bei aller Zuneigung, die sie für den Pao irgendwie empfindet, dass das schon auch so dieses der materielle Anspruch irgendwo ist, so dass sie da irgendwie... Ja, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, die Tatsache, dass sie ihre Selbstständigkeit, ihren neuen Reichtum, ihre neue Stellung in der Gesellschaft zurücklässt, zeigt eigentlich diese Dankbarkeit, die sie Pao gegenüber hat, ja, oder diese emotionale Bindung tatsächlich. Dass sie möchte ihm das sozusagen sagen. Sie sagt ja auch noch zu ihm, muss dir was sagen, aber sie bringt es nicht über ihm. Ich wollte sagen, sie sagt es ihm ja nicht. Ne? Weil ich einfach denke, sie hat realisiert, dass Pao jetzt am Boden ist und das ist sozusagen jetzt seit... Und sie möchte ihm, nachdem er ihr Jahre geholfen hat, möchte sie ihn jetzt nicht im Stich lassen in seiner dunklen Stunde, glaube ich auch. Es kommt halt damit zusammen. Das ist halt nicht, dass sie unbedingt jetzt niemanden plant, mitzufahren. Das ergibt sich einfach aus der Situation heraus, weil sie es nicht überbringt, ihn zu verlassen. Also da würde ich zustimmen, dass das so, dass sie schon durchaus damit mit dem Ziel hingeht, okay, ich sage ihm das jetzt und komme auch wieder wirklich. Und dann aber eben doch so, ich bin doch nicht so weit. Ja, knifflig. Hm. Finde deine Argumente nachvollziehbar. Dankeschön. Ja, also ich kann mich trotzdem nicht hundertprozentig davon lösen, dass ich glaube, dass sie da irgendwie auch so... Ja, aber also ganz ehrlich, wenn nur aus der Zuneigung oder aus der emotionalen Ebene heraus geschieht für mich. Also ich denke einfach, dass ihr großes Ziel war ja Unabhängigkeit, finanzielle Absicherung und alles. Und das lässt sie ja dann alles zurück, indem sie halt sich für ein Leben auf der Flucht mit Pao entscheidet. Hat sie ja keine Beständigkeit mehr in der Hinsicht. Das glaube ich nicht, ich glaube, dass sie halt über die Jahre gelernt hat, dass Finanzen nicht alles sind. Das glaube ich wirklich. Ja, und so haben wir dann also zum zweiten Mal jetzt ein unhappy end für dieses Paar. Ja, und trotzdem, trotz dieses Essen, dieses Endes und dass er halt im Regen stehen geblieben ist, macht er trotzdem reinen Tisch, damit er mit sich selbst so rein ist und beendet das Kapitel mit seiner Frau. Genau. Und vor allen Dingen, er geht dann ihre Andenken, kann man sagen, durch. Ne? Also sie hat immer davon von einem William erzählt. Also der Tante, ne? Es geht von der Andenken der Tante durch. Nicht? Tante Shakespeare Rosie hat eben immer von einem William erzählt und wir erfahren dann, es war William Holden. Gab es ja wirklich den Menschen. Und dass sie mit dem mal in dem Restaurant Peninsula
The Peninsula eben in Hongkong gegessen hat oder von ihm eingeladen wurde und sie diesen Abend dort verbracht haben und dass sie immer, wenn er nicht geguckt hat, sich irgendwas von dem Besteck und so eingesteckt hat, das alles aufgehoben hat. Ja, wie würdest du sagen, steht diese Beziehung von Tante mit William Holden in Bezug zu ihm und ihr oder zu seinen Beziehungen? Erstmal würde ich sagen, dass sozusagen, dass für die Tante war William Holden sozusagen der Höhepunkt ihres Lebens. Das war der schönste Tag für sie und darüber ist sie hinweggekommen, das ist ihre Verknüpfung. Und alle anderen in ihr Umfeld haben das nicht unbedingt geglaubt oder für voll genommen und sie als verrückt dargestellt. Und gerade am Anfang, als er denn nach Hongkong kam, war er ja noch so naiv und wusste von der Welt nichts und dachte immer so, dass William der sein Onkel ist, oder dass die halt immer noch zusammen sind, dass es nicht nur eine einmalige Begegnung war, sondern dass es sozusagen, dass die wirklich verknüpft sind. Er lernt nach und nach halt die Realität, dass es halt nur diese Begegnung war und das und zweifelt vielleicht selber auch ein bisschen daran, ob der William wirklich existiert hat, bis er zum Schluss dann halt in ihren wichtigsten Besitztümern rumschaut und da sieht dann halt diese Beweise von den Fotos von den beiden und diese ganzen Überbleibsel von diesem Abend zu sagen und wo er dann halt denkt, dann ist sie halt glücklich gestorben, weil das sozusagen sie das im Herzen hatte. Ich weiß nicht, ob da jetzt eine wirkliche Verbindung zu unserem Hauptpaar sein kann. Vielleicht diese Unerreichbarkeit, die sich immer ergibt, aber ich glaube, das sind schon andere Situationen. Also, dass sich sozusagen in Hongkong ein Traum erfüllt. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, die Tante, ist sie ursprünglich auch Festlandchinesin oder ist die aus Hongkong? Bestimmt. Also, du würdest auch als Chinesin andeuten. So. Ein Punkt wäre also, sie ist auch nach Hongkong gekommen und hat sich da einen Traum erfüllt, hat dann, als der sozusagen vorbei war, immer noch versucht, daran festzuhalten, eben mit den Erinnerungsstücken und ist eventuell nicht weitergekommen. Ne? Sie ist dann eben in Anführungszeichen abgestiegen zu Wohl der Prostitution. Also war sie Prostituierte, ja oder nein? Kann sein. Das wird so direkt nie gesagt. Und in Bezug auf dieses reinen Tischmachen schafft sie es ja erst, das auszusprechen oder nur noch auszusprechen als sozusagen letzter Wille, ihm einen Brief zu hinterlassen. Also sie sagt es ihm auch nicht ins Gesicht oder so. Und sie hat es möglicherweise auch nie anderen oder der Familie irgendwie mal mitgeteilt. Ist so mal, Entschuldigung, mein Eindruck. Naja, auf jeden Fall ist sie in der Zeit stecken geblieben. Ne? Also sie hat keine Ziele oder ähnliches, sondern ihre ganze Existenz gründet auf die Erinnerung und diese Nostalgie, die sie mit diesem Moment verbindet, wo sie das einzige Mal richtig glücklich war. Oder vielleicht ist ja das der Punkt, dass er jetzt auch an diesem Punkt stehen könnte. Ich hatte jetzt sozusagen der Höhepunkt war eben, dass ich mit ihr die kurze Zeit zusammen war, die wir zusammen waren. Und er sich jetzt entscheiden muss, bewahre ich mir das immer auf und habe das als die beste Erinnerung oder gehe ich weiter? So vielleicht? Also kann ja auch sein, dass es einfach gar nicht so ist, aber fände ich jetzt vielleicht nicht so völlig daneben. Naja, das ist ja, also ich weiß ich nicht, weil das ja außerhalb seiner Hand ist, weil sie ist ja auf einmal, also Jolly ist ja einfach weg in dem Moment. Er kann ja gar nicht reagieren. Er kann nur für sich jetzt, ich glaube, er lernt einfach nur daraus, dass man mit sich selbst im Reinen sein sollte und seinem eigenen Glück nachgehen sollte. Und sein Glück war nicht seine Frau. Dementsprechend macht er da reinen Tisch. Und dadurch, dass Jolly weg ist, überlegt er halt, wie kann er sozusagen sich selber finden oder sich selbst verwirklichen. Und daraufhin folgt er dann halt seinem einzigen Freund noch in New York. Genau. Er zieht weiter. Das, der Ort, an den er gegangen ist, um seine Ziele zu erreichen, er hat ja quasi dort seine Träume erfüllt, um dann eben diese Träume durch die Wirklichkeit zerschlagen werden zu sehen. Wichtige Zeitform. Und trennt sich jetzt sozusagen damit räumlich und zeitlich eben genau von diesem Dings. Also das Kapitel Hongkong ist einfach beendet. Ja, andererseits hat er eben auch dann in New York wieder einen Anknüpfungspunkt, nämlich den Menschen, der ihn sozusagen groß gemacht oder ihn unter seine Fittiche genommen hat, diesen Koch, dass er wieder bei dem arbeitet. Also in der Hinsicht ist er da, es gibt sozusagen eine Rückkopplung an den Ort Hongkong. Gleichzeitig aber fährt er wieder Fahrrad. Und das könnte man jetzt, einerseits ist es wieder ein in Anführungszeichen chinesisches Verhalten, sage ich jetzt mal, nenne ich das jetzt mal, im Vergleich zu, andererseits ist es aber auch genau das,
wieder wie in Hongkong. Er ist in einer Großstadt, in einer Metropole, wo eigentlich alle Auto fahren und er fährt da mit dem Fahrrad. Also sozusagen, er steht wieder am Anfang. Es ist eigentlich so wie der Beginn in Hongkong. Ich finde, dass das Fahrrad ein Symbol dafür ist, dass er sich selber treu ist, sozusagen seine Wurzeln und dass er sich auch nicht schämt dessen. Und ich finde, das Problem, der Unterschied zwischen Hongkong und New York ist einfach, als er nach Hongkong gekommen ist, war er noch nicht lebenserfahren, er musste einfach in dieser Welt klarkommen und er hatte Träume und wirklich so, aber wirklich so Schaumpaläste. Und wenn er noch nach New York kommt, hat er keine Träume mehr. Er lebt einfach nur sein Leben. Ich habe gerade überlegt, Schaumpalast, sagt man Schaumpalast? Luftschloss. Nein, meine ich ja Luftschloss. Aber geil, ich finde Schaumpalast fast noch geiler als ein Luftschloss. Aber, ja, danke, danke. Das kommt dabei raus, wenn man keine Sprichwörter kennt. Oder die man verdüdelt. Wenn er nur von New York kommt, dann ist es einfach nur so ein Lebenserhaltungs. Ne, er lernt seinen Freund kennen, dass er nicht alleine ist, aber er hat halt keine richtige Heimat mehr. Er ist heimatlos, er ist gewisserweise ziellos und er hat auch keine Träume oder Zielsetzungen mehr. Er ist einfach da und existiert und versucht dann eher sozusagen seinem Freund bei dessen Träumen sozusagen ein größeres Restaurant aufzubauen oder so zu unterstützen, obwohl er selber nicht so daran glaubt. Ja. Tatsächlich. Genau, mit diesem Heimatlos. Ich hatte mir hier auch mal aufgeschrieben als Stichpunkt immer wieder Ankunft oder ist es in Anführungszeichen eine Suche, eine Flucht? Und das ist tatsächlich natürlich ein ziemlich großer Unterschied. Das Gehen nach Hongkong war eben, um vorwärts zu kommen, möglicherweise auch in der Hoffnung einfach, dass das hier anders und aufregend ist, aber das wird nie so explizit gesagt. Und der Gang eben nach New York ist in dem Kontrast natürlich eine Flucht. Ne, man hätte ja auch sagen können, warum geht er nicht tatsächlich in seine Heimat zurück, aber da scheint ihn ja nichts mehr zu halten oder scheint es nichts mehr für ihn zu geben, was er für interessant genug hält. Ich glaube, er ist aus der Sache rausgewachsen. Ja, ne, jetzt ist er eben ein Großstädter, jetzt kann er nicht mehr in die Provinz zurück, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob Tianjin nicht auch eine Metropolregion ist. Auch wenn du hast ja vorhin zur Einleitung ja gesagt, dass das eher so agrarisch geprägt ist, aber wie dem auch sei, was natürlich wieder die Parallele ist, ne, mit dem Fahrradfahren wieder, und diesmal hat er eben als keine weibliche Verwandte, die er sozusagen als Anknüpfungspunkt dort hat, an dem Ort, an dem er nun ist, sondern diesmal ist es eben ein männlicher, nicht Verwandter, aber auch eben eine ältere Person. Also statt der Tante hat er jetzt eben in Anführungszeichen einen Onkel. Ja, genau, ne? Das ist jemand, der uns mal hochblickt. Und ich würde mal kurz sagen, Tianjin ist sozusagen nicht agrarisch, das ist jetzt im Sinne von Dörfern wären. Das ist schon auch eine Stadt, aber sie hat nicht, die ist halt kein Wirtschaftszentrum, also es ist jetzt kein Aufstiegszentrum. Okay. Ja, das stimmt. Naja, und ich glaube, man kann es natürlich als Flucht werten. Für mich war das einfach dieses Existieren. Also ich fand, er wirkte auf mich abgestumpft. Flucht vielleicht in dem Sinne, also jetzt ist er, wenn er jetzt in Hongkong bleiben würde, dann ist er immer noch an dem Ort, der ihn an beides erinnert. A, seine Frau ist irgendwo nur und er könnte ihr rein theoretisch noch über den Weg laufen. Und B, er hat auch immer Verknüpfung mit, hier habe ich Zhao Li kennen und lieben gelernt und dass man das vielleicht eben auch auf gewisse Art und Weise damit hinter sich lässt und den Abstand gewinnen will. Ja, ich glaube, der Punkt an der Sache ist, dass in Hongkong einfach nichts mehr ist, was ihn hält. Seine Tante ist nicht mehr da, denn Zhao Li ist nicht mehr da, denn mit seiner Frau hat er keine Beziehung mehr und die Jobs, die er gemacht hatte, waren eigentlich nur sozusagen Mittel zum Zweck. So hat er nie den Fokus drauf gelegt, dass die Jobs seine Erfüllung gewesen wären oder ähnliches. Deswegen, sie waren halt austauschbar. Er hat jetzt keine Notwendigkeit, unbedingt in Hongkong zu bleiben. Ja. Und versucht sich dann halt sozusagen andere Ziele zu sehen. Und ich glaube, dadurch, dass er selber keine eigenen Ziele hat, versucht er halt seinem Freund mit der Verwirklichung seiner Ziele zu helfen. Ja, genau. Und kommt dann eben nach New York. Und ich glaube, er ist ein bisschen desillusioniert. Das ist auch wieder so mit einem Zeitsprung verbunden schon, ne? Das New York-Kapitel. Mhm. Ja, genau. Ja, die Emotion dessen, der eigentliche Aufbruchsgrund für ihn, also aus meiner Sicht, ist ja in gewisser Weise weg. So, er hat beide Frauen nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht wegen, dass er sich fühlt, dass er weg muss, sondern einfach dieses, er braucht ja nicht mehr. Also wo kann er sich nützlich machen? So. Wo hat er noch einen Freund? Ja. Eine Bezugsperson. Aber es wird ja auch, wenn er dann halt in New York porträtiert wird, dann ist es ja doch schon so, dass er seinem Freund auch bei der Küche hilft. Ich frage mich kurz, ich muss mal reingrätschen, Leute, ob er jetzt kurz, oder ob es eine Episode gab, wo er erst nach Thailand gegangen ist
um da eben den Doyle noch zu besuchen, den Englischlehrer. Das habe ich mir am Ende des Films auch gesagt, dann, gedacht, so, warum dann noch nichts mehr kommt, aber es wird ja fallen gelassen. Ob dann eben auch, ich weiß, er kommt dahin und die sind auch schon, oder sie ist auch schon tot oder er findet ihn nicht mehr oder sonst was, dass man gesagt hat, okay, das ist dann auch viel vielleicht zu hart oder so und deswegen hüpfen wir einfach direkt nach New York, ja. Entschuldigung, so, das muss ich noch kurz. Naja, dann, ja, aber in New York wird er ja auch porträtiert als jemand, der hart arbeitet, der sozusagen seinem Freund hilft, bei der unterstützt, aber selber auch kein Interesse an Frauen jetzt unbedingt hat oder das Liebesabenteuer sucht, sondern dass er einfach nur so ein normales Leben lebt, ne? Also arbeiten, schlafen, und mehr ist er ja auch nicht bei ihm. Also es ist nicht so, er hat jetzt nicht die Ambition, nochmal zu heiraten, so schnellstmöglich eine Familie zu gründen oder ähnliches. Er ist einfach so, er ist einfach da. Genau. Ja, und genau, wir sehen zuerst ihn in New York, ne? Genau. So, und dann kommt eben der, ja, ist es Schicksal? Dann kriegen wir eben mit, dass nicht nur er, dass nicht nur Ines bis nach New York verschlägt, sondern auch Pao und Chao Li sind in New York gelandet. Ja, parallel hörst du halt immer den älteren Freund dann von Chao Jun immer sagen, ja, denk nicht mehr so viel über sie nach, wenn man das Schicksal führt einem auch zusammen, also wenn es sein soll, dann kommt das Schicksal auch zusammen, da kann man nichts machen. Genau, ich verkuppel hier nochmal, ich suche dir noch eine andere so ungefähr. Ja. Genau, diese Verknüpfung zwischen den Geschichten entsteht dann wieder dadurch, dass er sozusagen sein Hütchen kocht da oder eben Hütchen zubereitet und Pao, der Gangsterboss, ist derjenige, der das Huhn kauft und damit eben zurückgeht. Auch das wieder wird so dezent nach und nach entblättert. Also das Hühnchen zu mitnehmen wird so hingestellt, dann ist so die Hand im Bild zunächst und dann ist schon, na, diese Hand kommt mir aber sehr vertraut vor. Und dann wird so gezeigt, ah ja, sie gehört zu diesem Menschen. Ja, wie sie noch sagt, ja, das ist so lecker, da habe ich im ersten Moment noch gedacht, er kennt sich wieder. Nee, er hat ja damals immer Huhn mitgebracht, aber sie wollte es nicht essen. Sie hat es noch nie gegessen, sein Huhn. Ach, okay. Das hatte ich mir auch überlegt. Und so ein Nachsatz kommt wie, das ist ja wie damals, so, ne? Aber nee, sie hat es der Mensch gegessen, weil das war in dieser depressiven Phase, wo sie als Masseuse angefangen hatte zu arbeiten. Okay, stimmt, wo er nicht essen wollte. Das ist das erste Mal, dass sie sein Huhn isst, ohne das jetzt mitzubekommen, tatsächlich. Ja, so viel Tragik schon wieder darin, in einem einfachen Akt wie dem Essen. Ja, gut, dann hätte das natürlich auch gar nicht vorkommen können, dass sie denkt, dass sie dadurch an ihn erinnert wird. Ja. Genau, und dann kommt so ein ganz kurzes Gespräch wieder, dass Pao auch sagt, so, ich habe auch keinen Bock mehr, weiter zu fliehen, irgendwie so gefühlt. Und wollen wir nicht hier bleiben? Also entweder hier bleiben oder wollen wir uns, ich weiß nicht, sagt er auch nochmal mit dem, geh woanders hin oder so? Ja, sucht ihr endlich einen anderen Mann. Ja, und dann sagt sie sowas wie, ja, wir können uns auch eine gemeinsame Wohnung suchen und Kinder. Und dann so, Kinder so ungefähr, die machen nur Arbeit. Aber wir könnten mit, dann sagt sie, glaube ich, mit der Wohnung und dann sagt er, na, wir könnten ja auch ein paar Möbel erstmal holen und so. Naja, ich meine ganz ehrlich, Kinder sind jetzt nicht das perfekte Utensil und mal doof gesagt, wenn du auf der Flucht bist die ganze Zeit, er ist ja nicht nur in Hongkong auf der Flucht, er ist ja immer auf der Flucht weltweit. Also. Naja, so und dann kommen wieder schicksalsträchtige Momente, denn sie holt dann noch irgendwas, also sie sind beide draußen und dann holt sie noch was zu essen oder wie ist das? Nee, sie ist in der Wäscherei, die Sachen. Ach, genau, muss die Sachen aus der Wäsche holen. Und währenddessen wartet er und dann haben wir, ich weiß nicht, ist das Klischee so? Dass es ist Hammer-Klischee. Es ist Hammer-Klischee. Jugendliche und junge Erwachsene, Schwarze, ihnen dann so sagen, hier gib mir deine Zigarette und ach guck mal, was du für eine tolle Kette hast und das und die Uhr. Golduhr, ja. Und dann ahnen wir schon, na, jetzt wird wohl irgendwie noch einen Zwischenfall geben, in welche Richtung auch immer. Und dann, ja, die Kamera ist dann wieder weg, die Einstellung. Und wir hören ein paar Schüsse und ja. Ja, New York Schatten sein, aber es ist extrem so. Das habe ich auch in japanischen Serien und Filmen und bei Hongkong habe ich nicht so die Erfahrung, das da einordnen zu können, wie häufig das da ist. Aber in chinesischen Filmen und Serien ist es halt auch häufig drin, gerade auch bei Älteren, sag ich mal, die, also älter als 10 Jahre oder so, wenn die Leute dann nach New York kommen, dass die in der Bronx immer von schwarzen Ghetto-Kindern gestellt werden und dann die da mit Messer oder Pistolen auf einen losgehen und dann halt den Slang raushauen. Es ist eine absolute Klischee-Darstellung, gerade auch in asiatischen Filmen und Serien. Also das war echt Hanayori Dango vom Feinsten. So. Ja, genau, und damit endet sozusagen Paros Leben. Und führt dann zu dieser, nicht Gegenüberstellung. Ja, aber ich fand das interessant, weil dann die ganze Crowd da drum ist sozusagen, um sich das anzugucken und dann feststellt, und sie sieht das erst am Anfang gar nicht, sie wundert sich, warum stehen die alle da? Ach, gucke ich mal, ach, gucke ich doch nicht, gucke ich doch, gucke ich nicht. Und ich habe mich dann auch gefragt, als sie es dann erkennt, dass er es ist, denkt sie denn,
die Mafia hat ihn jetzt gekriegt oder denkt sie jetzt, also welchen Schluss zieht sie selber daraus so? Ja, genau, das bleibt offen, das wird aber auch nicht erzählt, das ist nicht die Geschichte, die der Film dann erzählen möchte an der Stelle oder müsste, finde ich auch, also das hätte mich aber interessiert. Ja, aber, also ich habe so überlegt, was bringt es so ungefähr, und das führt dann aber zu dieser komisch traurigen Szene, dass sie soll ihn nochmal quasi identifizieren, sage ich mal, sind dann in dieser Leichenhalle. Das wird er eben so aufgedeckt, also das Tuch wird so zurückgezogen von seinem Leichnam, damit man sein Gesicht sehen könnte. Und sie sagt, genau, der Polizist so, können Sie identifizieren oder nicht? So richtig so tough und überhaupt nicht einfühlsam für eine Frau, die gerade irgendeinen toten Menschen angucken soll, mit dem sie jahrelang zusammengelebt hat. Einfühlungsvermögen. Und dann sagt sie einfach nur, dreht die mal bitte auf den Rücken. Und, nee, auf den Bauch. Dreht die mal bitte auf den Bauch, mit seinem Rücken sehen. Und dann liegt er eben auf dem Bauch und sie muss kurz kichern, grinsen, lachen, um dann aber eben doch natürlich traurig zu sein, weil wir die Mickey Maus natürlich sozusagen nochmal sehen. Und ja, das ruft eben einerseits ist diese Tattoo-Anordnung ja schon irgendwie ein bisschen komisch und sie verbindet natürlich auch viele Sachen damit. Und ja, damit ist natürlich dann auch definitiv und ganz klar, dass er das ist oder war. Ja. Ich fand das war eine sehr bedeutende Szene, weil das war ja nicht nur dieses Identifizieren und mal drüber lachen, das, was sie verbunden hat, sondern es ist sozusagen das Kapitel endet, sie ist frei. Also sie ist jetzt frei, ihre eigene Entscheidung zu fällen, weil jetzt hat sie nicht mehr jemanden, der sie führt. Sie kann sozusagen jetzt für sich bestimmen und ich glaube, das ist erstmal, das ist auch dieses Lachen und Weinen gleichzeitig. Einerseits ist sie frei und andererseits, ich weiß nicht, wo sie jetzt mit sich hin soll. Jetzt hängt sie in der Schwebe und ohne Sicherheit und ich glaube, das ist auch alles. Ich glaube, dieses Lachen und Weinen, das bedeutet so viel in diesem Moment. Ja, so stark gespielt einfach. Ne? Ja. Wäre wahrscheinlich so ein Moment, wie wenn man das so bei den Preisverleihungen kennt, dass dann irgendwie so Szenen eingespielt werden oder so aus dem Film oder so und das wäre wahrscheinlich ein ziemlich guter Moment dafür. Aber genau, du sagst Freiheit, frei sein, ne? Sie ist im Land of the Free, Home of the Brave und so einfach ist das mit der Freiheit gar nicht, denn wir hören dann so halb aus dem Off, ihr Visum ist abgelaufen und sie müsste jetzt mal nach Hongkong zurückgebracht werden. Ich weiß gar nicht, sagen sie nach Hongkong oder China zurückgebracht werden? Ja, ich weiß nicht, ob sie dem zustimmt oder sie lässt das über sich ergehen, wie auch immer. Dann sitzt sie im Auto mit eben den drei Leutchen, die sie zum Flughafen bringen sollen. Die auch hammer-klischee-mäßig dargestellt sind. Ne? Die arroganten Amerikaner, die neben ihr sitzen und sagen, haha, jetzt können sie wegrennen, weil wir im Stau stehen, haha, aber sie wird es nicht machen. Ja, ich habe heute schon zwei Mexikaner weggebracht. Ja. Und ja, dann wie ein Geist, wie eine Erscheinung, wie ein himmlischer Moment, flattert dann. Das ist aber spannend. Chao Yun. Flattert Chao Yun dann auf seinem Fahrrad vorbei oder sie erhascht einen kleinen Blickmoment und sie ist frei. Was hat sie zu verlieren? Steigt aus dem Auto aus, völlig unvermittelt, dass irgendjemand damit rechnen könnte. Das ist halt ein Hoffnungsschimmer. Und läuft ihm hinterher, dieser geisterhaften Erscheinung. Und ist es oder ist es einfach nur vielleicht auch die Hoffnung, davon wegzukommen, was jetzt ihr gerade bevorsteht? Und läuft und läuft und läuft und letztlich findet sie ihn nicht oder verliert ihn wieder aus den Augen. Und selbst als sie ruft, ist es leider nicht kräftig genug. Und dann steht sie eben da kurz auf dem Broadway. Da hat man auch wieder sehr ikonische Schauplätze gewählt natürlich, was sich ja New York anbietet. Ja, und verliert ihn zwar aus den Augen, aber kann in Anführungszeichen auch ihre Verfolger sozusagen abschütteln. Ja, und beginnt jetzt ein neues Leben auf eigene Faust da. Ja, und haben dann wieder einen Zeitsprung, das ist glaube ich der letzte Zeitsprung. Ne? Und dann sind wir eben am, ich gucke mal kurz nach, ich glaube dem 8. Mai 1995 schon, ne? Nee, wir haben eine zweite Zeitsprung genommen. Wir haben einmal hier sozusagen den, wo ein oder zwei Jahre weiter, weiß ich gar nicht genau, wo sie dann halt als, oder auch immer gesagt wird, sie hat jetzt da gearbeitet, offizielle Green Card, sie ist offiziell in Amerika, arbeitet als Tourismusführerin und ist bereit, jetzt nach China zurückzukehren. Und es führt dann die Leute bei der Freiheitsstatue rum und er ist
geguckt. Ja, beziehungsweise da ist eine, wie du gerade eben an der Freiheitsstatue, sie hat eben so auf hier New York-Hütchen und telefoniert gerade, das ist die Szene, wo sie mit ihrem Vater gerade telefoniert. Genau, und so. Er macht einen Sightseeing-Tag da mit dem Koch und dann dessen neue Familie. Im World Trade Center und guckt dann halt zur Freiheitsstatue rüber. Schon allein deswegen ein Film, den man heute so nicht mehr drehen kann, weil eben das World Trade Center seit 2001 nicht mehr steht. Na, jetzt haben wir das World Trade Center, also es ist auf jeden Fall noch eine Ausguckplattform halt, da. Es ist halt was anderes als eben diese Twin Towers. Ja, gut. Also auch als eben auch rein als Symbol eben für dieses, ne, ganz oben angekommen sein, eben auf diesem Aussichtspunkt da. Das stimmt, das war ein World Trade Center, das soll ja eigentlich Stärke und, ja, glaube, und Vergangenheitsarbeit sozusagen dotieren und das wirkt schon sehr traurig trotzdem. Ich glaube, es ist auch deutlich kleiner, was jetzt so, also die reinen Maße, aber es ist höher, als die World Trade Center war. Das muss ich ja nachher immer noch. Definitiv, das war ja dieses Symbol, das sozusagen auf die Stange höher ist, nach dem Motto, man kriegt uns nicht klein, wir zeigen das in einem Symbol und das wurde dann, war zwischenzeitlich auch eines der größten Häuser. Naja, wie auch immer, genau. Erst eben im World Trade Center und sie halt sich dann darüber hier, da ich kann unser Dach sehen von seinem Restaurant und sie sind sich gar nicht einig, welches Dach es nun ist. Und der Ältere sagt dann so zu ihm hier: Pass mal auf, wenn ich so weit bin, dann eröffne ich oben im Empire State Building mein Restaurant und sagen als vermeintlich neuer Traum sozusagen. Sagt er nicht am Broadway und sie gucken runter? Irgendwas im Broadway, so beim, ja, wo sie gucken, wo ihr jetziges Restaurant ist. Und dann sagt er im Empire State Building oben, einfach so als quasi Status, da werde ich das Restaurant eröffnen. Bin ich nicht sicher, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall glaubt ihm das Chojun auf jeden Fall nicht und sagt ihm, ja, klar, mach mal. Wissen beide so ein bisschen mit Augenzwinkern ist. Dream big. Genau, und er guckt dann aber eben zwischendurch auch immer mal runter Richtung Freiheitsstatue. Ja, aber er ist auch mit dem Blick gefesselt, ne? Als wenn er irgendwas spürt. Naja, es ist natürlich auch wieder, ne, die Freiheitsstatue logischerweise eben als das Symbol eben, ne, diese, du hast hier deine Freiheit und die kannst du alles erreichen und ja, irgendwas ist irgendwie doch so noch so unerreichbar und scheinbar fern, beziehungsweise gar nicht wissend, wo sie ist. Also als ich diese Szene gesehen habe, da habe ich nicht gedacht, dass er beeindruckt ist von der Freiheitsstatue, da habe ich gedacht, er merkt irgendwas, weil sie ist ja da, dass sie irgendwie so eine Verbindung haben, aber sie können es nicht deuten. Ja, das war so mein Gedanke. Und das andere dann eben dazu so als filmisches Symbol oder eben als Symbolik im Film trotz allem auch. Ja, ich hatte auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass er dann nicht, ihm ist ja sozusagen der wirtschaftliche Aufstieg gar nicht so wichtig. Er möchte ja nur über die Runden kommen, das ist ja sein Ziel. Und ich glaube, dass dementsprechend dieses Land der Tellerwäsche, der amerikanische Traum, dass ihm das wenig bedeutet, tatsächlich. Das Land der Tellerwäsche. Tellerwäsche zum Millionär. Aber auf jeden Fall, das ist ja das, was wir dann auch am Anfang gesagt hatten, dass sie eben jetzt, oder dass sich die Lage so geändert hat in den letzten Jahren, ne, dass man als Festlandchinesen nach Hongkong wollte und mittlerweile eben anscheinend es jetzt eine Umkehrung eingesetzt hat, dass eben China selbst das Festland zu einem Pull-Faktor geworden ist. Genau, dass ganz viele Hongkonger Betriebe sind nach China gegangen. Reichtum erhofft und so. Die Wirtschaftsimperien haben sich sozusagen gebildet und auch normale Chinesen können sozusagen, die eigene Wirtschaft hat sich so stabilisiert, dass man auch da, wenn man da in die Metropolen kommt, im eigenen Land, dass man sich da hoch sozusagen arbeiten kann ohne Probleme. Das Wirtschaftswachstum, die internationale Anerkennung haben stattgefunden und das ist schon eine Riesenveränderung zu den 9 Jahren davor. Das ist schon wirklich ein Riesenschritt, also sehr, sehr viel passiert in der Zeit. Und das wird ja auch noch extra gesagt, dass viele Chinesen, die nach Hongkong damals wegen des Geldes gegangen sind, das auch bereuen, dass alle nach Hause kommen. Ja, aber die Rückkehr nach China wird mindestens nicht mehr in diesem Film stattfinden, denn ich weiß gar nicht mehr, wie diese Szene jetzt so an sich aufgelöst wird. Ja, dann kommt der Zeitsprung, der nächste und der letzte. Und dann sind wir aber am 8. Mai 95. Das weiß ich auch nur, weil ich es mir aufgeschrieben habe, sonst könnte ich es nicht so ganz genau sagen. Und das ist der Tag, an dem 50. Jubiläum für uns. Das 50. Jubiläum? 8. Mai 95. 45, oh krass. Okay, das habe ich gar nicht gedacht. Tag der Befreiung. Ist dir das nicht aufgefallen? Nicht in dem Moment. Ich hab eher gedacht, kurz vor meinem Geburtstag. Also hat jeder so seine Knüppel damit. Ein Jahr bevor Deutschland Europameister wurde, Fußball. Auf jeden Fall. So viel passiert, so viel passiert. Da kann man auch mal sowas vergessen. 8. Mai 95 ist der Tag, an dem Theresa Tang gestorben ist.
Und vornehmlich wahrscheinlich im Bereich Chinatown wird diese Nachricht natürlich über Radio und Funk und Fernsehen verbreitet. Und beide hören das. Also mit beide meine ich natürlich Zhao Yun und Zhao Li. Sie ist im Reisebüro im Chinesischen in Chinatown, genau, um sozusagen ihre Flugtickets abzuholen nach Hause. Genau, das ist gerade Hochsaison und das Flugzeug ist auch wirklich komplett voll und es hätte auch passieren können, dass sie kein Ticket mehr kriegt. Ja. Und er ist beim Friseur im Chinatown, also beide sind auf jeden Fall im gleichen Stadtteil. So. Und hören die Nachrichten und gehen dann halt los draußen. Und da habe ich in diesem Moment gedacht, jetzt kommt diese ikonische Szene, die auf dem Poster drauf ist, deswegen ich überhaupt diesen Film überhaupt, dieser Film wenn überhaupt in meinen die, Augen. Wenn denn die Poster-Szene überhaupt kommt, so, das kennt man ja auch manchmal. Naja, aber ich fand diese Poster-Szene so schön und ich habe gedacht, jetzt kommt sie. Also da habe ich mich, weil ich die ja wirklich ikonisch fand vom Bild her, also auch wenn es jetzt nur so klein und dezent ist, aber es fand sie trotzdem, hat eine Wirkung auf mich gehabt, dass dieser Film überhaupt interessiert hat durch diese Folge. Ja. Und es hat sich dann für mich so aufgebaut, jetzt kommt die Szene. Und Max meinte, nee, man muss, vielleicht kommt sie gar nicht. Und ich so, ach, die kommt jetzt, ich spür's. Es baut sich schon so auf. Ja, war auch so. Ja, dann sozusagen ein Hi-Fi-Geschäft, wo eben die Fernseher so schön im Schaufenster stehen und die Nachrichten laufen. Und dann steht sie zunächst davor und guckt sich das an und er wird da auch von diesen Fernsehern irgendwie angezogen. Er läuft erst zunächst vorbei, sieht eine Art Tiffany Tang in den 1000 Fernsehern und dreht zurück und geht. Theresa Tang. Theresa Tang. Entschuldigung, Tiffany Tang, die Schauspielerin kennt, lebt noch. Entschuldigung. Genau, dann bleiben sie eben beide davor stehen und gucken das. Und gucken auch nur das, sie bemerken sich noch nicht. Bis sie dann in seine Richtung blickt und. Und das fand ich interessant, weil Theresa Tang ist ja denn. Sie ist Theresa Tang. Die ist ja in Thailand gestorben. Und dann wieder mal diese Verbindung zu Thailand. Dem anderen, ja. Ja, und dann fängt er langsam an, sich umzudrehen und fängt auch, in seinem Gesicht rattert es auch und er fängt an zu begreifen und sie erblicken sich und Theresa Tang, die ja sozusagen für sie beide oder auch eben in diesem Film ein Eckpfeiler dieser Beziehung war, ein Charakteristikum, ist also nun... Hat sie auf letztem Wege nochmal zusammengeführt. Genau, sie hat sie zusammengeführt und es stellt sich aber nun die Frage, denn der Film blendet ab an dieser Stelle. Also sie lächeln sich an, ne? Hm. Sie blicken sie an, lächeln sich an. Also erstmal sind sie beide schockiert. Ja. Sie, finde ich, hat das sehr offensichtlich gemacht. Die so, und er ihm sieht mal lange Zeit nicht an, was er denkt. Und dann bis dann halt dieses Lächeln von beiden Seiten kommt, dieses breite Lächeln. Und dann folgt die Abblende. So, und nun fragen wir uns, kann die Beziehung bestehen ohne Theresa Tang? Genau, der Romantiker sagt natürlich, ja, endlich haben sie sich, ne? Und Theresa Tang, auch mit ihrem Tod, hat sie nochmal zusammengeführt. Oder ist es auch ein Zeichen, so, jetzt ist Theresa Tang tot und ist damit nicht, obwohl sie sich jetzt eben so unwahrscheinlich und völlig unglaubwürdig, wie das vielleicht ist, dass sie sich ausgerechnet in New York, in Chinatown nochmal wiedersehen, an diesem Tag, an dem sie stirbt, ist es auch mit ihrer Beziehung aber auch endgültig vorbei. Für wen entscheidest du dich? Für den eiskalten Kaltikalt oder den romantischen Moment, dass sie dadurch zusammen? Also die eine Möglichkeit wäre, es ist so viel zwischen den Vorgefallen und der Zeit und sie haben sich auseinanderentwickelt. Sozusagen, und das würde sich enden mit Theresa Tangs Tod. Und die andere Perspektive wäre, jetzt ist das sozusagen das alte Kapitel durch und jetzt wissen sie, sind sie angekommen, jetzt kommen sie, können sie eigentlich zusammen sein ohne Widerstände. Ich gehe natürlich als K-Drama-Fan mit dem positiven Ende. Ja, ich gehe natürlich auch mit dem romantischen Ende. Und ich hatte es ja schon weiter vorne in diesem Podcast schon angedeutet, es ist natürlich noch nicht die allerletzte Szene, denn nun, es wird abgeblendet und es wird nochmal aufgeblendet mit eben dem, was war das, der 8. März 86? 3. März 86. Also ich weiß nicht, März 86. Mit dem Ankunftstag, wie er mit dem Zug in Hongkong ankommt, auf jeden Fall. Und ich habe noch gedacht, man siehst du ihn ja schlafen oder findet ihr eben eine Frau schlafen und ich habe immer gedacht, das ist so bestimmt. Und da wird uns dann eben die Perspektive nochmal neugierig, also quasi genau wie am Anfang bis zu einem gewissen Punkt. Denn wir sehen dann, er war eingeschlafen im Zug und sein Hinterkopf war an dem Hinterkopf einer anderen Person. Und nun wird gelüftet das Geheimnis, welche Person das war. Und das war natürlich sie. Und so stellt sich vielleicht auch die Frage, war es Schicksal oder ist es eben zwei Seelen, die eben von Festlandchina, die zwei unter Tausenden und
waren sie füreinander bestimmt oder hat sich das eben einfach ergeben oder wie formuliere ich das denn jetzt? Also ist das Schicksal, klingt so, sagt uns der Film, dass es Schicksal war, dass die beiden zusammenkommen müssen? Mit dieser Schlussnote? Ja, der Film will uns das sagen, mit den Kommentaren sozusagen, wo auch nochmal von dem Onkel und so, dass das mal so vorgehoben wird. Ob das jetzt wirklich so von vornherein so angelegt ist, nicht. Ich habe einfach für mich gedacht, die beiden haben einfach von Anfang an den gleichen Weg, also gleichzeitig ihren Weg gestartet und sind unterschiedliche Wege gegangen, tatsächlich. Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe das ja vermutet in der ersten Szene, aber das war jetzt, habe ich auch nochmal die Bestätigung am Ende bekommen. Aber mein Gedanke war einfach dieses, Tatsache, die haben sich ja relativ früh kennengelernt und sie wirkte halt so, als würde sie schon jahrelang da sein, während er sozusagen noch wirklich wie ein Frischling wirkte. Sie hat das gut sozusagen, also sie hat ihn ja sozusagen ein bisschen an die Hand genommen tatsächlich, obwohl sie ja beide gleichzeitig gestartet sind. Das war ja die Ironie an der ganzen Kiste. Ja, also ich habe auch lange gedacht, dass sie ja schon, oder dass es vielleicht nicht ihr erster Trip nach Hongkong war. Andererseits, warum sollte sie nochmal zurückgehen? Wobei sie es ja auch nicht so weit hätte, im Vergleich zu ihm vor allem. Aber was du vorhin gesagt hast, ne, dass sie unterschiedliche Wege gegangen sind, was sich ja eben schon dann zeigt, wenn sie aus dem Zug aussteigen. Sie geht sozusagen, wenn man jetzt den Zug verlässt, nach rechts in Richtung der Kamera und er geht eben nach links, wo alle anderen hingehen. Ja, das ist auch da schon diese... Das ist auch dieses, sie rennt mit einem breiten Lächeln ihre neue Zukunft entgegen, ganz freudig und er stolpert sozusagen über lauter Hürden total unsicher und langsam in die andere Richtung. Also das ist schon unterschiedliche, also es zeigt auch, wenn man sozusagen gleichzeitig startet, wie unterschiedlich das Leben sozusagen mit einem mitspielt. Ja, und dann erklingt nochmal Theresa Tangs Lied, was auch gleichzeitig übrigens der Titel ist. Also ne, vorbehaltlich korrekte Aussprache, Tian Mimi. Frei übersetzt, Sweet Honey, süßer Kuss. Tian Mimi, genau, das klingt dann nochmal. Und vor allen Dingen taucht in diesem Lied die Frage auf, oder zumindest ist einmal der Untertitel, einmal während des Liedes, Where did we meet? Wo haben wir uns getroffen? Und das ist ja eigentlich damit sozusagen die irgendwie bis dahin davon ausgegangen, dass sie haben sich sozusagen bei McDonald's getroffen oder da haben sie sich natürlich getroffen und kennengelernt. Aber das erste Aufeinandertreffen war das ihrer Hinterköpfe schon im Zug. Da haben sie sich also gemietet. Ja, so der Sohn Hongkong. Ja, aber das ist eben wirklich sozusagen ganz, ganz am Anfang schon. Und so ist das eben verknüpft. Und so wird eben diese Liebesgeschichte, diese Romantik oder ist eben das, was die Geschichte erzählt, aber gleichzeitig wird eben als Hintergrund eben noch diese ganzen gesellschaftlichen Änderungen wieder erzählt, ne? So wie das auch bei Bis dann, mein Sohn noch in einem Jahrzehnte umspannenden Sache hatten, wo es ja noch weiter ging, was die chinesische Geschichte anging, oder die neuere chinesische Geschichte, haben wir hier eben auch nochmal so ein Stück auf knapp einem Jahrzehnt eben so dargestellt. Ja, finde ich auch spannend, diese Veränderung. Ne? Also ich habe ja gestern noch Mr. Six gesehen, das ist auch ein chinesischer Film, der noch relativ aktuell ist, also ich glaube 2015. Und lachst du jetzt so? Ja, aber so, plupp, der andere Film da. Naja, aber nichtsdestotrotz, da geht es halt auch um so einen Mafia-Boss, also so ungefähr, der in der Mafia aktiv war, jetzt in die Jahre gekommen, und damals war er halt sozusagen ein ganz großer. Und jetzt ist halt die jetzige Generation, die Generation seines Sohnes, die halt alle Sachen anders macht. Und das soll jetzt im Film diese Gegenüberstellung zwischen den Alten, auch das sozusagen auch in der Mafia gibt es Regeln und Moralvorstellungen, die man sich hält und wenn man kämpft und wie das heutzutage sich gewandelt hat, sozusagen mit der neuen Gesellschaft und den Normen. Das finde ich auch sehr spannend, dass es halt auch in diese Richtung geht. Also ich finde, ich werde nur sagen, die chinesischen Filme, die ich gesehen habe, sind entweder wirklich so eine recht leichten Filme oder wirklich sehr tatsächlich häufig auch mit der Kritik verbunden oder einer geschichtlichen Darstellung tatsächlich. Ja. Also kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, ob das, wie das generell im chinesischen Film aussieht. Ich keine Ahnung. Der chinesische Film hat ja schon starke Zensur in vielen Bereichen. Ja, und ne? Das hier ist ja auch. Ja, Hongkong ist es ja nicht so. Das hier ist ja offiziell auch ein Hongkong-Film. Aber dieser Film, finde ich, das gelingt ihm gut. Oder diese Verknüpfung der tausendfach erzählten Liebesgeschichte. Und wir fragen so, genau diese Form der Geschichte, wurde die schon so erzählt? Aber ist jetzt nicht ultra neu, so dass es diese Verwicklung gibt. Ja, und das Hin- und Hergerissensein zwischen den Menschen und den Emotionen. Aber eben vor diesem konkreten Hintergrund von Mitte der 80er bis Mitte der 90er eben zu erzählen. Ja, also ich bin sehr froh, dass du
irgendwie auf diesen Film aufmerksam geworden bist und wir den geguckt haben. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch. Also ich auch, wenn ich da eher durch Zufall aus dem falschen Kontext raufgestoßen bin, freue ich mich, dass ich ihn gesehen habe, weil er auch schön kurzweilig war. Er hat für mich auch diesen klassischen, ruhigen Hongkong-Stil tatsächlich, muss ich sagen. Und was ich zum Beispiel, ich finde es ja immer toll, wenn ich Filme gucke und dann halt immer neugieriger für die Geschichte werde. Und ich hatte zum Beispiel den Black Friday von 87 gar nicht auf dem Schirm gehabt, da habe ich über was gelernt. Ja. Ich kannte nur die asiatische Wirtschaftskrise von 97. Ja, ich hatte dann auch nochmal eingetippt in die Suchmaschine und ein Artikel war irgendwie überschrieben, sind die 7er Jahre für Hongkong immer schlimm, also 87, 97 und anscheinend auch 2007 und 2017 möglicherweise auch, also war auch glaube ich ein Artikel von 2017, ich weiß nicht mehr. Und habe dann eben in dem Wikipedia-Artikel noch geguckt hier mit dem Black Friday und das natürlich weltweit eben die Märkte gelitten hatten, aber dass gerade Hongkong mit zu den am stärksten betroffenen, also das 40-49% Markteinbruch, so doll hat es nicht mal die USA getroffen, so ungefähr. Also es ist wirklich schon verheerend da gewesen ist. Was ich zum Beispiel auch mich befragt habe, es wird aber jetzt in dem Film direkt nicht angesprochen, das interpretiere ich jetzt einfach mal rein, dass sie sich sozusagen auch, wenn sie in Hongkong oder in den USA leben, dann wohnen sie ja in einem kapitalistischen und auch sehr freiheitlich geprägten System, zumindest auch wenn es nicht unbedingt, also jetzt im Vergleich zu China tatsächlich. Und wir haben ja auch, ich glaube 89 war ja auch das Tiananmen-Massaker, sozusagen die Partei sozusagen, auch die ganzen Protestler sozusagen auf dem Tiananmen-Platz getötet hat, was ja auch um die Welt ging, dass halt solche Sachen auch nochmal zeigen, dass sie diese Freiheit auch genießen, deswegen aus der Freiheit heraus nicht unbedingt nach China zurückzieht, dass sie dann sozusagen den Weg nach Amerika einschlagen, anstatt nach China zurück, als Beispiel. Das war auch so ein Gedankengang, den ich vielleicht auch noch hatte, während des Sichtens. Weil ja die Partei ja dann auch immer stärker geworden ist und die Einschränkungen so tatsächlich für den chinesischen Bürger auf gewissen Ebenen auch mal ausgeprägter geworden sind, gerade mit der Zensur. Und ich glaube, wenn du einmal diese Freiheit geschnuppert hast, ist es halt schwierig, wieder zurückzufinden. Ja, das ist auf jeden Fall möglich, ja. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch gut durch mit dem Film. Also nur eine Frage habe ich dann doch noch. Jetzt haben wir mehrere Titel sozusagen gehört. Hier Comrades, Almost Love Story, den wörtlich übersetzt, hier ist Sweetani. Was würdest du sagen, welcher Titel fasst das besser ein? Also ich würde noch kurz ergänzen dazu, anscheinend ist er in Deutschland als Hong Kong Love Affair gestartet, 98, im Dezember 98. Ein Titel, den ich schon tatsächlich ein bisschen ablehnen würde. Also einerseits verortet er das ja ganz gut, aber dass es gerade Liebesaffäre schon direkt im Titel trägt, finde ich irgendwie, habe ich irgendwie nicht so gerne, weiß ich nicht. Da finde ich dieses Comrade Almost a Love Story fast besser oder am ehesten fast sogar noch nur Comrades. Würde er Sweet Honey heißen, also dieses Tian Mimi, wäre es für mich allerdings auch wieder sehr schwer, überhaupt eine Beziehung dazu herzustellen, weil ich denke, Sweet Honey, was soll das sein? So ist so völlig beliebiger Titel, der sich dann natürlich hinterher ergibt, so wie es ja auch eigentlich mit dem Originaltitel ist, aber dieses Comrades a Love Story hatte eigentlich schon durchaus eine recht gute Verortung, finde ich. Ja, nicht nur, weil sie beide aus China sind, sondern auch, weil sie gemeinsame Leidensgefährten sind. Ja. Naja. Weil sie ihn ja auch immer wieder mal so anspricht, das ist ja auch so. Wie geht's dir denn mit den Titeln? Na, jetzt, wo wir darüber geredet haben und auch die Hintergründe ein bisschen erforscht haben, finde ich natürlich das Vitani ein perfekter Titel, weil es ist ja sozusagen Tiffany Tang ja immer wie so ein Theresa. Theresa, Entschuldigung. Ich gucke, tut mir leid, Tiffany Tang ist bei mir so drin, weil ich in der Schauspielerin immer so viel gucke. Also Theresa Tang. Sind die vielleicht verwandt? Nein. Okay. Theresa Tang ist sozusagen sozusagen der Schutzengel oder so ein Sinnbild für deren Beziehung, auf egal welche Situation die sich gerade bewegen. Und das finde ich halt, da passt sich ja schon, finde ich ja schon passend, wenn denn der Soundtrack von ihr auch sehr heute dominiert wird, dass natürlich auch der Titel so dominiert ist. Ne? Also ich finde Comrades auch okay, aber ich finde Almost a Love Story, ich finde das, ich mag das nicht, wenn in Untertiteln immer schon, also ich verstehe nicht, warum im Westen Titel immer die Titel so lang gefasst werden, um da irgendwo was reinzubringen oder zu spoilen. Das mag ich mal grundsätzlich nicht so. Ja. Eben um schon so einen Eindruck zu geben, worum es gehen könnte. Vielleicht. Ich bin auch mal nicht so was ich auch zum Beispiel nicht merke, okay, in diesem Fall hat es ja funktioniert für mich, aber ich mag es auch nicht, wenn das Poster immer das Finale ist. Ja, das ist tatsächlich, jetzt habt ihr den Podcast gehört, aber ist eigentlich auch, dass man vielleicht die ganze Zeit denkt, so, wann kommt dieses Bild und dann ist quasi fast das Schlussbild. Das ist schon, also das mag ich auch nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Bild wirklich schön. Ja, das Bild an sich macht was her, ja. Und das war für mich auch mein Hauptanliegen, warum ich auf diesen Film aufmerksam geworden bin. Also es hat funktioniert für mich, war ein guter Griff, ne? Aber
Aber scheint ja auch, wenn ich so mir das angucke, scheint auch durchaus eher ein Originalposter zu sein. Es ist ein Originalposter, so. Ja. Also zumindest kein, obwohl Comrades Almost a Love Story schon mit dabei steht. Ja, weil Hongkong ist ja auch Englisch und Kantonesisch. Ja. Das ist schon trotzdem ein Originalposter. Ja. Um auch das jetzt nochmal kurz einzubringen, wie haben wir den Film gesehen? Wir haben die Blu-ray geschaut, offiziell taiwanesische Veröffentlichung. Wenn ich das richtig weiß, oder weil ich informiert bin, auf der Blu-ray selbst ist die Hongkong-Freigabe, Kategorie 2A, römisch 2A, aufgedruckt. Die Disc scheint, ist laut Verpackung ohne Regionalcode, also ABC abspielbar. Und das ist gelogen, auf der Verpackung selbst steht das gar nicht, oder zumindest nicht in unserer Sprache, das hat das Logo drauf. Ja, auf jeden Fall können wir hier steht Schrift, also das ist sozusagen traditionell chinesisch. Gesprochen wird halt gewechselt, ich habe zwischen kantonesisch. Jetzt ergibt doch so, dass der Rücken der Amaray so langsam wird. Auf jeden Fall, das ist abspielbar. Also wir können es hier auf unserem nicht codefreien Player Code B können wir das abspielen. Wer die also importieren möchte, kann das tun. In Deutschland selbst ist er, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, oder zumindest in der OFDB ist nichts weiter eingetragen, nur ein paar Fernsehausstrahlungen. Ja, muss man also mal ein bisschen in die Import-Ecke gucken, um sich mit der Hongkonger Love-Affäre zu beschäftigen. Hier steht auch noch drin, das ist Schriftarten traditionell, Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Untertitel, High Definitions. Ja, also genau, ja, wir haben mit englischen Untertiteln geschaut, ne, das ist wichtig. Ja, und der Film wurde anscheinend, oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen, 2014 oder so restauriert. Und da könnte man tatsächlich nochmal eine ganz schön ordentliche Summe in die Hand nehmen und den, also kenne ich mir jetzt auch nicht aus, gerade was so Tonwiederherstellung angeht, aber der ist teilweise schon, da sind Tonschwankungen drin, so in der Qualität. Da könnte man auf jeden Fall noch was machen und beim Bild ließe sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was rausholen. Aber so wie er aussah, war das auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber lief der nicht bei uns vielleicht mal auf einem Filmfestival in Berlin oder Deutschland generell? Ja, wie gesagt, anscheinend ist er im Dezember 98 mal mit einem Kinostart versehen worden. Hatte ein paar Fernsehausstrahlungen in den 2000ern, also noch vor 2010. Ich weiß nicht, ob er danach nochmal lief oder ist auch nicht immer alles dokumentiert in der OFDB, aber scheint zumindest jetzt nicht auf Video oder so zu sein. Ja, das wäre es von meiner Seite zu dem Film. Ja, war ein schöner Film. Dann, wenn ihr das noch rechtzeitig hört, guten Rutsch. Ansonsten auf bald, auf Wiederhören, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt. Wiederaufführung.de ist so unsere Hauptadresse. Wir sind bei Twitter zu finden. Wir sind auch bei Instagram. Das habe ich immer noch nicht so ganz fertig in die Wege geleitet, den Account umzutragen sozusagen. Und max@wiederaufführung.de ist auch eine E-Mail-Adresse, wo ich mittlerweile wieder halbwegs regelmäßig reinschaue, falls ihr uns per E-Mail was mitteilen wollt oder so. Ihr seid schlau genug, um euch irgendwie mitzuteilen, wenn ihr das für notwendig erachtet. Guckt Filme, habt Spaß dabei, auf bald. Achso, vielleicht so als kleiner Ausblick noch, das fällt mir gerade noch ein. Kleiner Ausblick auf das nächste Jahr, mal sehen. Das könnte ein bisschen interessant werden, vor allem in der ersten Jahreshälfte. Aber grundsätzlich ist angedacht, wieder weiterhin Richtung letzter Sonntag des Monats so ungefähr jeweils eine Folge zu veröffentlichen. Wieso ist es denn interessant in der ersten Jahreshälfte, Max? Ja, das weiß ich nicht. Das möchte ich jetzt gerade nicht so konkret sagen. Wenn du es konkret sagen möchtest, kannst du es gerne tun, aber jo. Ja, ich kann es ja noch nicht hundertprozentig sagen, aber es kann sein, dass ich ich erfahre es erst gleich 2 Wochen, aber wenn alles sozusagen nach dem ursprünglichen Plan klappt, dann wohne ich das nächste halbe Jahr in Südkorea. Und ich weiß nicht, sozusagen von Internetverbindungen, Zeitverschiebung, technischen Gegebenheiten, wie es mir möglich sein wird, aus der Ferne einen Podcast aufzunehmen mit Max. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Aber es kann auch sein, dass durch die aktuelle Pandemiesituation das trotzdem nicht klappt. Das ist halt alles immer noch, ich glaube, das wird bis auf den letzten Drücker in der Schwebe hängen. Deswegen ist es halt schwierig. Also spannend, auch in diesem Podcast, auch wenn es hier um alte Filme geht. Hey, wir sind ja, glaube ich, einer der wenigen Podcasts, die noch bei der noch alle Beteiligten am gleichen Ort sitzen. Ne? Viele machen ja schon grundsätzlich oder sind eben an verschiedenen Orten sowieso, aber manche hatten ja auch dann trotzdem sich nochmal getroffen sozusagen und vor Ort gemeinsam aufgenommen und machen das jetzt auch nicht mehr, glaube ich.
Wie auch immer. Mal gucken, wie es so weitergeht. Geplant ist auf jeden Fall, dass es weitergeht. So, und damit sage ich jetzt, guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Adieu.